Da ist es wieder. Das After Dark mit neuem Hintergrund. Leider noch ein bisschen zu bunt für diese dunkle Stimmung. Deswegen werde ich direkt zum Spiel überschalten. Es ist etwas, was mich interessiert hat, nachdem ich Shapeshifting Detective gerade durchgespielt hatte, habe ich gemerkt, die haben ja noch ein bisschen mehr. Die meisten Sachen haben wir ja auch schon gespielt. Die könnt ihr euch angucken. The Complex, The Bunker, Late Shift. Aber eben auch Shapeshifting Detective, was ich persönlich nicht so toll fand, das mal als kurzes Review nebenbei noch mal mitgebracht. Nein, ich möchte was anderes spielen, was aber aus dieser Reihe raus entstanden ist. Und zwar heißt es Dark Knights with Poe and Monroe. Das sind zwei Radiosprecher, ein Sprecher und eine Sprecherin, die zumindest in Shapeshifting Detective, wo das Radio relativ prominent eine Rolle spielt, die ganze Zeit so ein bisschen wie bei Alan Wake, alles zusammenfassen. Und irgendwie, weiß ich nicht, warum ich das verpasst habe, haben die seit Anfang des Jahres so eine Art Detective-Reihe. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal rein. Ich habe es direkt gekauft. 10 Euro oder so. Kann man sich meiner Ansicht nach schon wirklich mal angucken. Und jetzt wird schwierig. Jetzt muss ich nämlich, weil ich alles mit einem Button hier bediene, kurz mal aufs Ingame gehen, dann umschalten bei mir und dann starten. Okay, klappt. Viel Spaß, wir hören jetzt erstmal rein. Die Stimmung, finde ich, passt schon mal richtig gut für eine Reihe wie After Dark. Ah, der Regen, der prasselnde Regen. Ja, und dunkel. Dark Knights. With Poe and Monroe. Das sind die beiden. Zwei der Laiendarsteller, die sich mehr oder weniger einen Namen gemacht haben durch diese ganzen Spiele, die sie immer rausbringen. Es sind eine Menge Leute dabei, die Talent haben. Nicht jeder, muss man sagen. Und auch nicht jedes Spiel ist ein Gewinn. Aber ich muss sagen, die haben sich meiner Ansicht nach immer weiterentwickelt. So, kurz schauen, dass das hier Language soll natürlich auf Deutsch sein. Wie bitte? Wie, was soll das heißen? Kein Deutsch, aber dafür Türkisch. Ja, das ist wirklich seltsam, aber ist jetzt halt so. Dafür mache ich die Untertitel an. Was ist das hier? Die Größe. Ja, komm, mach mal für euch mal richtig groß. Mach mal die richtig großen. Mach mal für die Leute die richtig großen Untertitel rein, ne? Ja, mach so, ne? Okay. So, ich starte. Es hat dieselbe Optik wie Shapeshifting Detective. Es könnte auch sein, dass es hier einfach nur um ein Spiel handelt, was mit Bonusmaterial des letzten Titels gefüllt wird. Wir schauen mal rein, aber das lässt doch schon mal hoffen. Hollala. Oh, na gut. Viel Spaß mit dem Intro. You're listening to Radio August. Dark Knights with Poe. And Monroe. Ach du Scheiße, ich kann schon hier irgendwas drücken. Ich drücke auf die Katze. Die Katze. You can never find the right button, Poe. Not at all. I'm merely demonstrating that this shows the cat's meow. And on that note, what's next, Monroe? It's on the schedule, silly. I know that. I'm just making it sound like you have a choice. Okay, then. What shall I choose? Let me see. Ah, die Tasche, der Strand. Ja, komm, der Strand, Hamburg. I choose a long walk on the beach. Ah, yes. With the moon's bright eye bobbing on the black tide. No. The sun is shining.
and the sand is hot and soft between my toes. Wouldn't you like to walk on a beach with me, Poe? Alas, I fear I would burst into flames at the sun's first embrace. But you are outside this afternoon. Then I must simply hate the beach. That's a shame. I hate skinny dipping alone. I'd never dream of letting you skinny dip on your own. And talking of wet dreams. Dreams. And nightmares. With Poe. Excellent choice, Monroe. I didn't have one really, did I? You always have a choice, Monroe. But that doesn't mean you can change things. Maybe you should try interpreting the next call of this dream, Poe. I fear I would lack your warmth and insight. You have the ability to turn even the most ghoulish visions into something hopeful. Not always. Do you suffer from nightmares, Monroe? Doesn't everyone? Tell me about yours. Well, there is this one I've been having lately. Go on. I can't see. I'm stumbling around trying to feel my way in the pitch black, but I keep bumping into people. It's like I'm trying to push through this crowd, but they don't know that I'm there. Entschuldigung, ich höre schon auf. Tut mir leid. Isolated. Poe and Monroe. Maybe. But I'm not interested in them. They're just in my way. It's like I'm searching for something. The number 9. But what does 9 represent, Poe? Well, according to Dante, there are 9 levels of hell. Well, I feel so much better now. I did warn you. Perhaps you should help our next caller. They're already waiting. Vielleicht war es ja auch eine 6 und Frankie, du warst... You're live with Monroe. Hi, Frankie. What a beautiful voice you have. Well, thank you. I think all voices are beautiful. What do you think to Poe's voice? I hate it. I hate him. Okay. So, what's your dream, listener? I'm in August, and wherever I go, all I can hear is the radio. It's everywhere. It's loud and relentless, but there's this bird. She cuts through the noise and guides me. I listen to the bird, and I fall blissfully asleep. That's very interesting. People dream about their surroundings a lot. And a dream within a dream? That's nothing to worry about either. What do you think, Poe? Poe hat gar keinen Bock auf den. I think you have a hardcore fan, Monroe. What did the bird look like, Frankie? Beautiful. Angelic. But it's trapped in a cage. A prison. But there's only one warden. And the warden is weak. There's a warden? Another bird. With a rumbling voice that makes me angry. It plumes its feathers, but my bird? The one that calls me? She's not interested in him. And she's caged. Monroe, this is obviously a prank. He's talking about us and trying to be funny. But it's a dream. I never said it was a dream. Well, I think we've had quite enough of this. Listen to the warden jangling his keys. Don't you see he's imprisoned you, Ellis? Well, Frankie, we don't use our first names on air, so I'm just going to stop you there. Okay, Schere! Abschneiden! Is that a good idea? Well, what was I supposed to do? Help him. He needed help. Don't encourage him, Ellis. These kinds of things must be nipped in the bud. Are we still live? Sorry, listeners. This was a very strange call. I hope you'll agree. Frankie, if you're still listening, I do apologize for Poe. He can get very protective. I kind of get your analogy now. Do I, Monroe? Very well, then. Standing down. Oh, listeners, we've upset him now. Poe's got an old frowny face. Ja, also, was heißt denn das? Kicke ich es zurück oder lese ich es? Naja, ich weiß ja gar nicht, was es ist. Ich will es auf jeden Fall sehen. Komm jetzt.
What's that? This. Oh, it's nothing. What is it? It's nothing. Give it to me. How long is the break for? Give it to me. All in good time, so how long? 3 minutes. Okay, I'm going to make some tea for us. You stay here. You're making tea for me. I do it all the time. What's going on? Give me the note or I'm leaving. Of course, we must have continued drama, mustn't we, Alice? What's that supposed to mean? I'm going to kill you. What the hell, Paul? Why were you hiding this from me? It's just some psychotic listener, that's all. Frankie? Aber durch welcher Tür haben die das da durch diese Sperrholztür da gerade durchgeschoben? Joke about this is a death threat. It's clearly a death threat. I knew it would. Das ist doch nicht Erdgeschoss bei euch. Da ist doch nicht die Straße dahinter. It makes them do. Das ist eine Tür in einem, die führt in den Flur, Alter. When did you find it? Someone slipped it under the door. Just now? Well, yes, but it's nothing to worry about. We've been getting them for the last few weeks. Weeks? Maybe. Okay. So that could be a killer behind the door. Da ist ja sogar ein Fenster drin. Maybe, but never when I've looked. Poo. It isn't locked, Alice. People can just walk in anyway. Okay, das hilft nicht. Macht's nicht besser? Natürlich machst du auf. Ein echter, mutiger Mann, der geht voran. Zack, bumm. I told you, it was nothing to worry about. Keule von links. Nein. Und der Bus. Nix. Gar nix. Na gut. T. You're not going out there. You're going live. Understood. Die Miete haben sie nämlich nicht bezahlt für die anderen Drehorte. Wir haben nur diesen Raum. Und hier produzieren wir es auch. Und schneiden es. Like und vertonen es. How could you keep this from me? I thought you cared about me. What if I'd been killed? Ja, dann ist doch besser, wenn du es vorher nicht weißt, oder? Dann ist es wenigstens eine Überraschung. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn hier auswählen? Was davon ist denn jetzt überhaupt die Auswahl? Ich kann auf sie klicken oder auf den Zettel. Was genau bedeutet das? Okay, ich klicke mal auf den Zettel. They're from my wife. Gwendolyn? Yes, Gwendolyn. It's her perfume. Ah, die ist neidisch. Er hat nämlich, das weiß ich aus Shapeshifting Detective, er hat 3 Kinder. I work late, when I don't have any work to do. And I kiss her on the cheek instead of the lips. Yes, she knows. Das ist deine Schuld also. But does she want to kill me? She doesn't know who with. I love you. I love each and every one of your listeners. Oh, seid ihr vielleicht einfach die dämlichsten Radiomoderatoren, die der Aether je gehört hat? Kann das sein? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Warum trägst du ein Kleid und Lippenstift fürs Radio? Okay, who's our next listener? It's Frankie again. Put him through. Frankie, you're live with Monroe. I didn't finish what I had to say. I'm sorry about that. You can carry on now. Sometimes the radio gets too much. It makes me frustrated. So I go into the belly of the beast, and I hide, and I listen, and I wait. So this is a dream that breaks into other dreams. Of course, there are no segues for dreams. Poe? The belly of the beast. Have you been leaving messages, Frankie? Yes, John. Yes, I have. Have you been getting them? What did the messages say? I'm going to kill you. Tasche cutten, aus unserem Leben schneiden. Oder abhauen. Tasche. Warum auch immer Tasche? Wofür steht Tasche? I see. And why would you dream about wanting to kill me, Frankie? Hello?
Warum dann nicht Handy? Warum nicht Handy? It's not a dream, John. Hätte doch auch sein können, dass sie sich schnell den Lippenstift irgendwie nachziehen will. And Alice. Police can hear you, Frankie. You're live on air. Ja, aber es hört keiner zu bei euch. Better hope they're not too late. Ich spiele euch und ich bin nur halb interessiert. No, don't. I'm not hiding, Monroe. Just wait for the Aber police. Die Tür ist doch offen. Er hat eben doch gesagt, dass die aufgeht. Verstecken? Wo denn? Das Ding ist halt eine Besenkammer. Oh, ihr macht mich so fertig. Was bedeutet, wenn ich auf ihn klicke? Ich mach's mal. Hide. Hide. Das Rotlicht. Wer? Wen? Wer? Mit einem, ist das eine Rohrzange? Okay, es ist ein Messer. Ah, was ist denn jetzt? Warum ist das so eskaliert? Klicke ich wieder auf ihn? Er guckt schon so irre. And scene. I hope you enjoyed, fair listeners. Everything you just heard was an elaborate fiction. The first of many fictional dramas on dark nights with Poe and Monroe. Ah, okay. It's done. Ja, aber der ist doch irgendwie... Also, du kannst den doch... Der wird vielleicht vermisst. Ja, es war doch selbst... Aber ja, spätestens jetzt wird's kriminell. We will never talk of this again. Ever. Nur noch mit meinem Anwalt. Let's just go. Warum haben die das gerade so dämlich gehandelt? Naja, kein Wunder, dass ihr nur Radiomoderatoren geworden seid. Da, das ist die eine Außenaufnahme, die wir uns leisten können. Okay, ich drücke. Ich kann eine Sache auswählen. Aber das hat sie schon in Shapeshifting Detective erwähnt, dass die beiden so ein leichtes Kuschel, Muschel, Gemauschel haben. My father died. Er hat das allerdings verneint. Daher weiß ich das alles. He got hit by a bus. A school bus. My school bus. It was all over very quickly, but I was at the back of the bus and I could see everything. He didn't move, didn't get up, died instantly. But the image of it somehow stayed with me. You think? Doesn't anymore. I couldn't tell you what it looked like. Mother told me a secret. There's a way that you can make your memories disappear. Alcohol. Can you make today disappear? No. But you can. Pick one of these. Einen davon habe ich vergiftet. Der andere ist aus Porzellan. Was soll ich damit? Ich bin der Orangenmann. Now hold it tightly in your hands and close your eyes. Now what? Think of your most troubling memory from this evening. Ja. And imagine the object you're holding is there. Als du diesen Typen da niedergemetzelt hast mit immer neuen Stichen. Das hat mich schon ziemlich belastet. Make yourself believe that the object is there. Okay, it's there. Now open your eyes. Now what? Throw it away. When you throw it away, it will take that memory with it. And if it doesn't? It definitely will.
Finally tonight, police are appealing for anyone who might know the whereabouts of 35-year-old veterinarian Francisco Bilson. Mr. Bilson was last seen by his wife a couple of nights ago at around 7 o'clock before returning to his office on Chaucer Street. Please contact the August Police Department if you're able to help. And that's your August update with Poe and Monroe. So what's next, Monroe? Nightmares and dreams. Dreams and nightmares with Poe and Monroe. Are you okay? I'm not feeling that well. But we do have a caller waiting. I'm sorry, maybe some other time. Don't worry. I'll take this first one. Das ist jetzt bestimmt jemand, der weiß, was sie getan haben. Und den müssen sie dann auch umbringen. It is Frankie. Put him through. Frankie, you're alive. I mean, Frankie, you're live with Monroe. Who is this? It's Frankie. Thank you for what you did. Frankie? You're... What did we do? You gave me peace. Thank you. I was doing bad things. I've done bad things. What have you done, Frankie? Locker number 9 at August train station. Her head's in there. The dogs ate the rest of her. You've killed someone? No. I've killed people. The other girl is behind the gym in an industrial bin. She may be gone now. I liked her hair. Why are you telling us this? Because I want forgiveness, John. And because the police won't ever find me now, will they? Sorry, listeners. We're going to have to cut to a break. You're dead. I am dead. You buried me, don't you remember? But I'll be in touch soon. Next time on Dark Nights with Poe and Monroe. Our funding's running out, isn't it? Months ago. How do we pay it back? A radiothon. In bed with Poe and Monroe. Lurkers, if you're out there just lurking, then give us a sign. Das ist die Antwort auf alles für die beiden. Ein Radioprogramm. Wie lösen wir die Klimakrise? Ein Radioprogramm. Wie binde ich mich von diesem Stuhl los? Ein Radioprogramm. Und warum liegen die zusammen im Bett? Er hat 3 Kinder, verdammt nochmal. Zugegeben, das war gar nicht mal so richtig scheiße. Es war nur leider sehr simpel und linear. Also so richtig viel konnte ich ja hier nun wirklich nicht machen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Entscheidungen, die hier mir so einfach mal demonstriert werden, als würde es zu unterschiedlichen Endsequenzen am Ende führen oder zumindest zu unterschiedlichen Videosequenzen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Entscheidungen überhaupt irgendwas bewirkt haben. Ich meine, hier, ob ich hier jetzt, also wirklich, oh, diese Note, ne? Also die Notiz, die hätte ich doch so oder so irgendwann ihr entweder gezeigt oder zumindest ihr gesagt, wofür sie steht, nämlich, dass jemand die ganze Zeit schon Notizen schreibt, dass er uns umbringen will. Was ist denn hier passiert? You let Poe greet Frankie, you let Monroe greet Frankie. Das ist überhaupt zum ersten Mal, dass ich mitkriege, dass das wirklich Frankie war. Das hat ja nie einer gesagt, der hat ja einfach direkt jemanden umgebracht. Weil wir einfach keinen dritten Mann mehr hatten für die Leiche oder Frau. Naja. Okay, ich würde sagen, wir haben noch Zeit. Wir machen noch mal schnell eine Episode. Es ist gar nicht so. Es ist nicht gut. Aber also, wenn ich das jetzt an eurer Stelle gucken würde, würde ich sagen, ja gut, 20 Minuten, naja, mach mal noch eine. Mal kommen, mal gucken, was Poe und Monroe noch so alles bereithalten. Ach
Ach ja, jetzt kommt also nochmal dasselbe Intro, ne? Das habt ihr euch ja einfach gemacht. Da wird einfach nochmal derselbe Krimskrams, den ich hier an der Uni, an der Kunstuni von den Erstklässlern, den Erstsemestern, abgefilmt habe. Da habe ich eine ganz tolle Kamera, die habe ich genommen, habe ich die einmal genommen, habe ich die in diese, wenn die da ihre, diese Terrakotta-T-Shirts, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber ihr wisst schon, ne, wo man die so abschnürt und dann macht man, zieht man die so durch, das machen so 40-jährige Frauen, machen das meistens so Muttis, ziehen das so durch für ihre Kinder, da die T-Shirts und dann sind da diese Farbmuster und da haben die kurz eine Kamera reingehalten. Und seit diesem Shapeshifting Detective machen die damit einfach die Intros, ne? Als Our funding's running out, isn't it? Months ago. Poe, how are we still here? My rainy day savings. You can't use that. That's for you and your family. No, you're right. Think of it as a loan. Okay, well, how do we pay it back? We send a seed of hope out to Lady August, and she blossoms it into fruitful returns. Or we could have a fundraiser. Yes, a radiothon. I'm thinking a 24-hour sponsored broadcast. We could call it In Bed with Poe and Monroe. You think people will pay us to sleep together in bed for 24 hours? 24 Stunden lang! You're not allowed to sleep. Nein, ist keine gute Idee. Nicht jede Idee ist eine gute Idee, nur weil... Jetzt komm, jetzt zeig doch mal, dass du hier auch eine Meinung hast. Eben gerade hast du jemanden umgebracht. Jetzt kannst du nicht mal Nein sagen. Warum seid ihr zusammen im Bett? It's proof that we stayed here for 24 hours. Ich raff es nicht. Er hat doch Kinder! Under the covers or on top, Monroe? Oh, you're such a gentleman, Poe. But I like being on top. I'm sure you do. Because I'm the boss. Yes, and because it's been 12 hours and you haven't got under the sheets yet. Oh, you're so observant, Poe. You're like Sherlock Holmes. Here we go. Welcome back, listeners. That was The Raven by Edgar Allan Poe. We're now halfway through the show, and it's time to take your calls. I can't see any callers. Is it working properly, Poe? It is the witching hour. Maybe everyone's gone to bed. So, we're totally alone. Oh, we could have lurkers. Aber jetzt mal ganz kurz. Warum habt ihr denn das ganze Radio-Equipment, wenn ihr es scheinbar gar nicht braucht? Wenn es scheinbar mit dem Tablet und dem iPhone wunderbar funktioniert. Oder ist die Kamera auf euch gerichtet? Und dann braucht ihr euch nicht wundern, dass da Lurker zugucken. They're probably out there right now. You mean listeners, right? Lurkers, if you're out there just lurking, then give us a sign. Ey, ihr müsst einem doch zeigen, wofür das ist. They touched me! What touched you, Alice? Something. Ah, jetzt wird's interessant. It was probably just my foot. Nein, das war ich. Strange. Nothing there. There was. Well, thank you, lurkers. We couldn't get scared without you. Indeed. I'm getting a very strong sense of déjà vu. What about you, Monroe? If you mean, have I ever been in bed with someone expecting greatness and then been sorely disappointed, then yeah, I'm getting déjà vu. It's that positive attitude that brings all the donors to the yard. Speaking of, dear residents of August, please keep donating. Whatever you can afford, let us keep making radio for you. There. We've got 15 minutes. What shall we do? Bathroom. Of course.
Also ich glaube, wir können safe sagen, dass die beiden nicht mehr zu, also, dass er und seine Frau getrennt leben, oder? Ich meine, spätestens an diesem Punkt, wenn die zusammen im Bett, wenn dein Kerl fremd geht und das als Livestream veröffentlicht, spätestens dann kann man davon reden, dass die Beziehung gescheitert ist. So, zieh dir mal hier die Ockenstöcken nach. Keine Ahnung, wofür das Ding ist. Für den Mund? Ja, genau, einmal da so quer über die Onken drüber schieben. Ja, das gibt die ganz großen Pupillen. Ja, ja, jetzt einmal so einen halben Meter rein und dann so rumrühren. Genau. Ach, wenn du mich nicht hättest. Ey, für wen machst du das? Für den Lappen da im Bett? Der hat sich noch nicht mal geduscht heute. Und die anderen können dich nun mal nicht sehen. Monroe. Guck ihn dir an, der Schwitzende. I need you to put this on. Der will einfach nur, der will schnackseln. Das ist alles, was ihn interessiert. Ihr habt nur noch 13 Minuten. I'm very trusting, you know. It's a game I've made up. I think our listeners will enjoy it. I hope I enjoy it. Ich glaube, hier ist noch irgendein Delay. Hier ist noch irgendein Overlay aktiv. Ihr habt nämlich vor kurzem saftiges Gnu gestreamt und ich glaube, ich habe deren Cheer-Geschichten. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. So, müsste reichen. To put something in your hand and you've got to guess what it is. Not this game again. But you're so good at it. Are we live? Ist es ein Penis? Yes. Okay, then. Go for it. Alter! Du legst doch niemandem ein Messer in die Hand, wenn er... Bist du bekloppt? Au! Ja! That's Sharpo! I'm sorry, Alice. Put some pressure on it. Can you take the blindfold off, please? Just a second. Almost done. There. We've got 15 minutes. What shall we do? Did you fall asleep? It's only been 12 hours. 12 hours? Yes. You look like you've seen a ghost. I had a nightmare. Dreams and nightmares with Poe and Monroe. No. It was real. Are you okay? Do you want to stop? I'm fine. Sleep deprivation, it can play tricks with the mind. Yeah. I guess. So, 15 minutes. I need the bathroom. Again. Again? Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. She doesn't love you. Who are you? You know who I am. It's Millicent. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie ich diese... Das ist so ein Cheer-Bot oder so. Der ist hier irgendwo eingebaut. Ich weiß nicht, ich will auch nicht dran rumfummeln. Müssen wir halt mit leben. Immerhin wissen wir dann immer, wann saftiges Gnu was gespendet bekommen hat. So eine gute Information, wüsstet ihr sonst nicht. Why? I'm not leaving you again. Please leave. Now. Make me. Ja, komm, nimm die Hand, schöne Frau. Ist das jetzt meine Frau? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Edgar, you're being a terrible bore. Now, why don't you come with me, like a good boy, and let me help you? What? No. Hat er sich gerade von einer Frau, die wirklich nur ein Drittel von ihm wiegt, aus der Bude zerren lassen, obwohl er nicht wollte? Ja, komm, zieh noch mal die Augen nach. Hä? Nope. Okay, das ist aber eine gute Idee. Komm, raus, 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 kein Wasser. Raus, raus, raus. Das Mysterium erwartet dich.
Poe? So you think I'm Edgar Allan Poe? You are! And I'm Millie, remember? I'm really not sure. Well, let me remind you. Nein, obwohl doch. Ja, komm, ach, ich nehme sie. Okay, remind me. Sie wirkt ja eigentlich relativ freundlich, halt nur völlig verwirrt, aber nicht böse. Überhaupt nicht böse. Mit allen Wassern gewaschen, könnte man sagen. Da kriegst du ja die Wanne nicht voll. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Spülen wäre eine gute Idee. Einfach nur ein Glotzer bist du also, ein Sitzenbleiber und Glotzer. Kannst doch währenddessen einen Haufen... Why ja? Are we here? Schön kacken. What promise? In this very room, you told me we'd be together for eternity. I don't remember. You told me eternity, if I did what you asked. Vorsicht bei solchen Versprechen. No, I'd never do that. Poe. Quer ist falsch, längs, immer längs. Amateur. Murderer. Das nimmt eine sehr seltsame Wendung, das Ganze. Ich dachte, die beiden lösen Kriminalfälle, aber die sind ja selbst einfach völlig wirr im Kopf. Guck dir die doch mal bitte an. Eine rennt in ihrem Fantasiewald rum, der andere schnackselt über Geister-Tinder. Mit wem? Mit Edgar Poe? Allan Poes alter Flamme? Poe? Oh, jetzt kommt der Hasenmann. Okay, ich knicke das Knie an. Ach, hab ich's fallen lassen? Okay. Ja. Ich drück doch! Es bringt halt nichts. Ja, sie kann halt offensichtlich nicht laufen. Scheint ihr große Schwierigkeiten zu machen. Ich drücke! Poe! Is that you? Außerdem kann ich nicht mehr laufen! Wie war das nochmal? Links, rechts? Poe? Das ist jetzt aber thank God. Wenig überraschend. Where are we? What's happening? Is it a dream? What are you doing with that? Oh no! There. We've got 15 minutes. What shall we do? I can't believe you did that. What? Come with me. Where? We've got 15 minutes. Come with me. All right. Where are we going, missus? Poe? Are you really Poe? Of course, governor. What's the jig? Es gibt gar kein Radioton. Es gibt überhaupt keinen Marathon und auch keine Spenden. Sie ist auch nur eingebildet. Ach, das war klar. Sie sind beide von Nilsor gefangen genommen worden. Monroe? Ich kenne die Situation. Ich habe das schon mal gesehen bei Game One. That's your question. Yes, that's a bit strange, Alice. Perhaps should have led with, why are we tied up? Well, I thought maybe you could ask that. A lover's kiss, Edgar. This new one not up to snuff. What's she talking about? She thinks I'm the real Edgar Allan Poe. Well, you're named after him. I'm not Poe. I'm Poe. What's the plan, Poe? Get out. Ja, toll, da kann man doch gar nichts von machen. Weder ich vertraue ihr. Ich glaube, sie ist ein bisschen kompetenter. Oh. That was easy. Ja. What shall we do about him? Ach, lass ihn stecken. Leave him. Ja, ja, tschüss, komm. Ja, jetzt ist es nur noch Monroe. It's okay. Without Poe.
Do you hear that sound? What sound? Da, du bist in Wirklichkeit im Krankenhaus. What is it? An evil thing. Coming for you. I love you, Alice. Not dead. Only sleeping. Stay with me, Alice. I can. I'm waking. Okay, die haben einfach nur ineinander verwobene Träume oder so. Ach, der Monoxidalarm, das ist gut, das ist sehr, sehr smart. Denn den braucht man nämlich. Ja, sonst kann es halt passieren, dass du einfach eingehst im Schlaf. Aber warum haben die jetzt einen Monoxidalarm hier? Die haben ja jetzt keinen Kamin an oder Grillen in der Wohnung. Sachen, die man eh nicht machen sollte. Wow! Wow! Nein, du nimmst ihn mit. Hallo! Flüchten! Quickly! Fire. I don't know. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht habt ihr das Radio angelassen. So. Das ist interessant. Das erinnert mich an die Reddit-Story, wo jemand von Geistern und Ähnlichem beschrieben hat und Leute, die ihn verfolgen und Paranoia und was das sein könnte, dass Leute bei ihm einbrechen. Und dann stellte sich raus, durch ganz viel Hin- und Herfragen und ein bisschen Nachprüfen, dass er eine Monoxidvergiftung hatte über einen ganz langen Zeitraum. Dass er quasi einfach nachts immer beinahe gestorben ist. Das ist auch ein sehr interessanter Reddit-Thread zu dem Thema. But we didn't. Yay. That much should be obvious. Our central heating system became blocked and started backing up carbon monoxide into the building. But lucky I got that detector, eh, Pope? Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. But not so lucky for the young Raven stuck in. Ah, da ist der Edgar Allan Poe-Bezug. Der Rabe. I don't want to tell you because it's not very nice. But since you asked, the blockage was because a young Raven had become stuck in the flue. No. Stuck in the middle of flu. From what the insurers stuck could in make the out, middle of flu. It got stuck and then its mate came nicht up. So schlecht. Both of them died together. That's so sad. Everything dies. Ja. Well, auch eure ratings. Somewhere in distant Aden. But in our realm, there will be never more. Let's change the subject. How much money do we raise for the station? Actually, the insurance paid out quite a lot of money. It seems the installers had also been negligent by not including a protective barrier on the flue, so... So the Ravens died to save our show? Yes, you could yes. say that. Or a bungled building job almost ein killed. Weiteres Mal so sterben Tiere für unser Kapital. Perhaps... We shouldn't spend so much time in bed together, Poe. Do you really mean that? Perhaps. Aber Bumsi Bumsi! Aber keine Bumsi Bumsi mehr! Next time on Dark Nights with ja, Poe and Mungo. Das nächste Mal... Yesterday in okay, komm, wir gucken noch rein. You said that Joe Watts had gone missing. He'd gone to a friend's house after school and hadn't come back. So what are you saying? We work the case ourselves. You be good cop, and I'll be bad cop. Yes, I'd like to report a kidnapping. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit haben will. Mal ein bisschen was investigieren hier. What are we supposed to do? I don't have it between the dots. I just see the final picture. Dark Nights. With Poe and Monroe. Hammer, da haben wir noch kurz die Entscheidung, aber dafür haben wir keine Zeit mehr, denn ich muss mich jetzt entscheiden, zu Game Talk zu gehen. Da habe ich nur noch ein paar Minuten, bis ich da bin. Ich fand das gar nicht so dumm. Es hat schon irgendwie Bock gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, die anderen Episoden auch noch mal weiter zu spielen, weil es wirkte auf mich, als würde jetzt das große Finale kommen, so ein bisschen die große Finale-Episode, in der dann auch ein paar andere von den Laiendarstellern, Entschuldigung, dass ich die so nenne, von den Darstellern, von den Schauspielern auch noch mal quasi vor die Kamera treten dürfen.
wie finde ich's? Naja, ist okay, kann man machen, macht jetzt nicht viel Verkehr, aber ist jetzt offensichtlich auch ein bisschen Opfer des geringen Budgets und der geringen Entscheidungsmöglichkeiten, die man bei so einer Produktionsweise hat. Insofern, ich würde es jetzt nicht kaufen, ich würde es euch auch nicht empfehlen zu kaufen, aber hier zugucken kann man, finde ich, schon mal. Und es passt auch gut zu After Dark, deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal Schluss und sehen euch dann wieder bei der nächsten After Dark Session. Dann vielleicht mit einem anderen Spiel mal gucken. Wenn ihr das mochtet, schreibt es mal in die Comments. Ich guck's mir an. Bis dann. Herzlichen guten Abend zu After Dark. Heute mit einer mit ein bisschen gucken, mit ein bisschen einfach Filme gucken, mehr oder weniger mit minimalen Entscheidungen bei oh Gott, wie heißt das noch? Nicht Late Night mit Monroe und Poe, sondern Dark Night mit Poe and Monroe. Das haben wir schon mal gespielt und ich muss sagen, es hat mir zwar, naja, es ist schon ein bisschen B-Klasse, es ist schon ein bisschen schäbig, aber ich muss sagen, es wurde gerade interessant, als wir aufgehört hatten, deswegen habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann mal geguckt, ich muss gerade umstellen, Moment, und habe dann mal geguckt, wie viele Episoden es denn noch gibt und war total positiv überrascht, dass nach den okayen Episoden 1 und 2 es scheinbar ja gerade erst richtig losging mit Episode 3 und da dachte ich schon, das ist vielleicht jetzt schon das Finale und das war's dann. Aber da geht noch einiges ein bisschen weiter und ich muss sagen, ja, irgendwie habe ich doch ein minimales Interesse, so 3 von 5 Interesse, das jetzt einfach nochmal weiterzuspielen für eine halbe Stunde oder so. Warum nicht? Länger gehen die Episoden ja meistens eh nicht und sie sind ja voraufgezeichnet, also an meiner Dummheit kann es nicht scheitern. Ich habe mehr oder weniger nur, ja, 2 Lösungswege. Aber wie gesagt, ich fand das beim letzten Mal irgendwie im Nachhinein, im Nachgang doch gar nicht so schlecht. Aber das ist natürlich auch extreme Geschmackssache, diese ganzen FMV-Spiele mit voraufgezeichneten Videos, die man so abklappert, so interaktive Filme und dann auch noch die Frage, warum soll ich mir Laienschauspiel angucken, wenn ich doch echte Filme habe, wenn ich sogar interaktive echte Filme habe auf Netflix, wie zum Beispiel, ich habe vergessen jetzt, wie die alle heißen, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Experimente, von denen mir sogar manche, Kimmy Schmidt zum Beispiel, gefällt mir ganz gut, also die interaktive Variante, der interaktive Film. Aber jetzt geht es ja wirklich um eine ganz andere Stimmung, nicht um Lachen, sondern um Gruseln, zumindest mal ein bisschen. Is that a bad thing? I changed the number after Frankie. He's the only one that knows it. Frankie's dead. We imagined all that. So we take the call then? Ja, wir nehmen ihn. Die beiden sind Radiomoderatorinnen, die eine Nachtshow haben. Who is it? Hello? He will die if you let him. Frankie? The boy. The order you do things is important. I've seen them all. Is this a prank? Frankie's dead. Who is this? Listen, just listen. She will lie to you. She will get away. She will kill the boy. You can't change that. What are we supposed to do? I don't have the lines between the dots. I just see the final picture. Frankie ist tot, muss man sagen. Me neither. Es ist ein Massenmörder, der mit ihnen kommuniziert. Yvette, online too. I love your show. Thanks, Yvette. I love your accent. What's your question? My question is, do you care about people? That's a strange question. It's an AMA, Monroe. Ask me anything literally means ask me anything. Yeah, I know. But do we care about people? Yes, of course. Speak for yourself, Monroe. I'm an animal lover myself. So you don't care about people? No, I do care about people, just I care about animals more. So you care about animals more than people? Present company excluded, of course. So that's a yes and a no. Wait one moment, Yvette. So if I was crossing the road at the same time as a cute bunny, and you could only swerve and save one of us, you would choose the bunny?
Es ist schon ein sehr süßer Hund, Hase, ne? Ja, da kannst du ruhig doof gucken. Ja, dann halt dich. Wir haben auch Sex, sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Well, that's reassuring. Also da ist er nochmal gerade so entlang geschrammt an der Entmannung. I like to consider things. You have a split second. Well, I wasn't timing it. Fine. Save me or Cat. Ja, dich. You. You said that quickly to get on my good books, didn't you? No, I'm not a big cat fan. Oh! What? Does that answer your question, Yvette? Yes, I think so. I do have another dilemma. Maybe we can help, Yvette. I'd rather not say on air. That's all right. Happy to help. It's about time for a short break anyway. Stay on the line, Yvette. We'll be back in 5 minutes to answer more of your AMA questions. Until then, here's something slightly more interesting instead. We're off. Yvette? I've got a hostage. A hostage? He's a boy from August I. Why is he a hostage, Yvette? I had a crush on him, but he turned out to be unpleasant. So you kidnapped him? No, I drugged his drink. Is he okay, Yvette? Not really. He has not woken up yet. But now that I've spoken to you, I'm probably just going to let him die. I like animals more than people anyway. Like Paul. Yvette, I was joking with Monroe. Thank you for your help. Did you get the number? No, it's withheld. Maybe she was joking. We should call the police just in case. Tell them what was said. Really? I'm not sure. Ja, also eigentlich sollte man da schon die Polizei anrufen. I know it's a sensible thing to do. Aber ihr habt das Budget nicht für die Polizei. Sag's doch einfach. Ihr habt das Budget nicht. Wasting police time. Ja, police money. The police will take action. This is the August police we're talking about here. Haben die überhaupt Polizei? Drinking coffee and watching YouTube. So, they're not busy then. So they're useless. The kid will probably be dead by the time DuPont's finished his sandwich. I'm calling the police. Fine. But we still have to do something. What do you suggest? Yesterday in the August update, you said that Joe Watts had gone missing. Ah yes, I remember. He'd gone to a friend's house after school and hadn't come back. What are the odds that Yvette has got Joe hostage? Almost as high as Yvette not being her actual name. I know the headmistress from the high school. Maybe we should talk to her. Or maybe the parents. They asked for the story to be run. Wer jetzt die bessere Idee hatte, keine Ahnung. Komm, die Frau. Don't you want to go back to school? You clearly had a better childhood than I did. I still have my cheerleading outfit. That's settled then. Let's talk to the headmistress first. What's her name? Dallas Umber. That's a strange name. She's a strange woman. Take a seat, both of you. Whilst it's admirable that you're returning to complete your education, you're a little old for this institution. Sorry, you're mistaken. I have a degree in cryptozoology. That's not a real degree. It's okay, Paul. She's messing with us. Really? Yes. I'm eccentric. Can't you tell? Well, we're here about Joseph Watts. And there was I thinking I was going to be on the radio. Joseph is a pupil here, though, right? He certainly is. Head boy and heartbreaker. Heartbreaker? He's a good-looking lad. Generous nature, always helping people. Any idea where he could have gone? Well, probably at some young lady's house whose parents are away. He went missing yesterday, and we had a caller on Radio August who said they'd kidnapped him. Kidnapped? Well, sounds a bit far-fetched. We're looking for him, so anything you can tell us would be useful. Oh, you'd be better off talking to his form tutor, Miss Clay, but plow away. Nee.
How was Joe doing at school? He was doing as well as he could for a boy. For a boy? Boys aren't as clever as girls, academically, Poe. It's correct. They don't apply themselves enough, especially in mixed-sex schools. Is this a mixed-sex school? Mixed-sex? Yes, yes it is. Was Joe being bullied by anyone? No. Joe's a sporty type. Not sure he'd be easily pushed around. Do you know any pupils called Yvette? Not recently. Why, are you looking for someone called Yvette? It's the name of the kidnap. And by recent, you mean? Well, I was at school with an Yvette, but that was many moons ago. Not in August. Different country, actually. Well, we should be off now. Here's my number, if Joe turns up, or if you think of any place he might be. Thank you, Mrs. Amber. It's Miss Amber. Miss Amber. You too, take care. August's not the town it used to be. What's our next move, Monroe? Wow. How did she say Joe's teacher was imminent here by Knight Rider? Miss Clay. If we can find her address, we should visit her. I think she's staying at the guest house. Why do you think that? I saw a bill on Miss Amber's desk. Let's go see her then. Okay. We could. And there's also Joe's parents. Yeah. I'm worried about what Norton. Frankie said. Is this the right move? I've no idea. Let's go and see Miss Clay. And hope she's at the guest house. Sie kenne ich schon aus dem Vorgängerspiel Shapeshifting Detective, was ich euch leider jetzt nicht unbedingt empfehlen kann. Es ist zwar interessant, aber es ist leider nicht relevant. Es ist nicht so spaßig und auch nicht spannend. I don't trust you talking to other redheads. Und hat auch kein befriedigendes Ende. Because she'd be called Miss Scarlet? Hier ist der Wiederspielwert wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gegeben, weil man eben auch mal mit unterschiedlichen Figuren sprechen kann. Aber ihr seht ja, was passiert. Film nach Film nach Film. It's Alice. Kann mal ganz gut Alice sein Monroe? Für eine halbe Stunde, aber sicherlich kein abendfüllendes Programm. What brings you here, Miss Monroe? One of your guests, actually. Well, I'm happy to chat, but you will need to help me strip. Oh. Okay. Bed. I like Sag mal, bist du dämlich? It matches my patience. Long and unyielding. If you go around the other side, I find that tends to work best. Ich finde, sie macht das eigentlich ganz gut. Sie hat mir schon auch in dem Shapeshifting Detective ganz gut gefallen. Sie kann diese Rolle der schnippischen sie ist ja der Landlord hier, der Hauslord, die Landlady. Kann sie ganz gut spielen. The school teacher. One of her pupils has gone missing. Well, being held hostage, actually. Hostage? We had a caller on the radio. Someone calling themselves Yvette said that they'd taken this boy, Joe Watts, hostage. Watts? Oh, yes. The family's been in August for a long time. They manufacture and sell fireworks, of all things. I love fireworks. Ghastly things. All that metal in our drinking water. Makes my thyroid throb just thinking about it. They're fun though, right? If you're an unethical hedonist. I will Google that when I get home. Do. Sieht schon ziemlich cool, ich mag sie echt. Did you ever meet Joe Watts? Never met him.
August High is a grammar school, though, isn't it? So, presumably, he's clever enough or rich enough to be there. And Yvette? Yvette. Yes, I did have an Yvette stay here last year. I think her family were just passing through, though. Her mother was an electrical engineer for a big television company. She did fix my reception, though. Do you think that's her? Was she Britishy? Oh yes, Britishy. That quintessential accent of the United Kingdom. Sorry, I didn't mean to be rude. It's okay, Miss Munro, I'm just teasing you. No, she was Russian. Yvette had a French accent. If you think of anything that might help, please give me a call at the radio station. Surely you want me to call the police if I notice anything. Nein. Oder? I'd rather you called us first, if that's okay. Do the police know what's going on? They do. I just think that we have a better chance of finding Joe than they have. Die haben mir nicht mal die Zeit gelassen. I shall do as I'm told. Thank you. I know we're gonna find him. Well, I didn't get much out of Miss Clay. She said Joe was a litterbug. So she's an eco-warrior? Yes. I wish we could have recycled our meeting, actually. How was Miss Gallagher? Kinda dominant. I liked her. Maybe I shouldn't let you hang around with other redheads. Maybe you shouldn't. Let's circle back to this later. Did she say anything useful at all about Joe? She said Joe's parents sold fireworks. I suppose that could be useful. Anything else? She said the only Yvette she knew was Russian, and an electrical engineer, so I'm guessing that's not our Yvette. Did she say anything about Miss Clay? Not really. I probably should have asked more questions. I got distracted. Seems we're out of leads. I'm still up for visiting the headmistress again. We could drill Miss Gallagher some more. Give it up, Alice. I'm trying. The headmistress, then? Miss Gallagher? You can go on your own if you want to talk to Miss Gallagher again. Okay, bye. Ich will einfach I see. Das Gespräch im Schlafzimmer nochmal weiterführen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich jetzt die andere nochmal mir angucken. Aber wahrscheinlich ist das dann was für das erneute Spiel. Back again, Miss Munro. Yes. How did you know? I have ears and a gravel driveway. And I saw your reflection in the window. We've hit a dead end with Joe. Oh dear. Want to drive? Sure. Well, you're quite handy, aren't you? I have my uses. Diese sexuelle Energie, die ich da spüre. Ich bin mir nicht sicher, sie ist, glaube ich. Screed in the garage. Ich wusste nicht, dass sie bisexuell ist. Vielleicht ist das aber auch nur ihr Ding. Aber sie war auf jeden Fall heterosexuell im letzten Spiel. Ihre Rolle meine ich natürlich. I probably shouldn't eat here. Oh no, you should. We've always got plenty of fresh meat in the freezer. Perks of running a guest house, I guess. Have you talked to Wes Marie Bolton? Haven't even heard that name. Fuck. Oh, don't worry about that. Don't you have a dishwasher anyway? I did. He's under the screed. I can't tell if you're joking or not. I'd go see Wes Marie. 17 Hunger Lane. Perhaps Joe was one of the missing she talked about. Let's hope not. Miss Clay doesn't seem to know about anything, unless it's an eco issue. Maybe you're just not prodding her in the right places. You're welcome to talk to her, too. We don't have time, Poe. The good news is Miss Gallagher gave me a name. Wes Marie Bolton. Excellent. And the address to go with? Hunger Lane. Off Beaconsfield Drive, I know it.
seht ihr das direkt unter der Polizei. Wenn das mal kein Zeichen ist. Da hätte ich nämlich von Anfang an hingehen sollen. Naja. People don't normally want to hear what I have to say. We do. We want to hear about Joe Watts. If I tell you what I think, they'll topple my meds. Well, we don't want to get you in trouble. Just tell us what you can. Don't be silly, Paul. We're not going to tell anyone. You can tell us anything. Oh, nee, er hat schon Just recht. Tell us what you can. Have you Kein crazy shit. Code? Yes, she's told us everything she knows. I doubt that. I think she knows what happened to Joe. What's happened to Joe? There was this after-school club. Green for Life. It's pretty political, actually. I'm not sure why they allowed it. Whatever you can tell us. It's about saving the planet. Miss Clay is pretty militant about it. Ökofaschisten. You know, planting trees, recycling. Mehr recyceln. That kind of thing. Sounds kind of good. Well, it isn't. Schon, ne? Clubs in August become cults, Monroe. Das stimmt. Das haben wir wirklich schon festgestellt. We had to write up a table of our class. Those with the most impact on the environment were at the top. You were in the club? How else would I know about it? I'm only telling you because the top three have gone missing. Joe was third on the list. Have you told the police all this? I'm on antipsychotics with a history of mental illness. I'm sorry to hear that. I hope you find him. Any idea where he might be? No. Guest house. Or Miss Umber, or the parents. Really, Poe? She just said it was Miss Clay. Yes, and Miss Clay said they'd never spoken. Maybe she's just got it in for her. Nein, das ist natürlich Quatsch. We need to stop Miss Clay doing whatever it is she's doing. Guesthouse it is. Step on it then. Jetzt habe ich überhaupt nicht mit den Eltern gesprochen. Die waren aber wahrscheinlich auch nur ein Red Herring und sollten mich nur ablenken von dieser wichtigen Errungenschaft. Was denn? Was ist das? Ich drücke. That's me. Sorry, I'm sure it's here somewhere. That's still me. Sorry. She's gone? Not completely. What's that? A brochure for Howe Park. Think it's a clue? I don't know. It's almost certainly been left to mislead us. But what choice do we have, Paul? None. Aber ich finde es sehr Joe! Schön, dass sie diesmal ein bisschen mehr Joe! Außenaufnahmen haben und auch mal ein paar schöne Übergänge und ähnliches. Das war in den ersten Episoden noch nicht so. Das waren mehr Kammerspiele. Insofern muss man auch mal loben. Ist zwar ein bisschen billig, aber hat gerade ein kleines Sternchen bekommen. Dass ihr da mal kurz aus dem Wald rausgefahren seid. Alter! We're too late, Alice. No. Ah, wir hätten die Polizei rufen sollen. Wir hätten die fucking Polizei rufen sollen von Anfang an. Das ist aber echt unangenehm. He was murdered. We think Miss Clay had something to do with it. Yvette, she's the one the police should be finding. Do you have her voice recorded? Yes, we record all incoming calls. Do the police have it? I already sent it over. I'm sure they're working on it. I guess I'd better go and identify Joe's body. Whatever's left of him. August's wolves pretty much eat anything. One time, there was a whole school bus of children and... Poe, I think you can save that story for another time. Of course. Sorry. We're sorry for your loss.
We'll see ourselves out. Frankie gave us a warning. Did he know? I'm having a hard time with this whole Frankie thing. Where do you think Miss Clay is? No one can find her. Far away from August, I should imagine. I feel responsible. Don't. It's not like you made all the decisions that led to Joe's death. If they ever invent a time machine, I'm coming back and I'm saving Joe. Good luck with that. Maybe he was always doomed. That's gloomy. Fate and destiny, Monroe. It can't always be changed. We never found out who Yvette was either. Some things will always remain a mystery, Monroe. À toi, Yvette. Un moment, maman. J'ai fait mes devoirs. Aha, aha, aha. Das war einfach vielleicht ihre Art, die Polizei zu rufen. Aber warum hast du nicht die Polizei gerufen? Ach so, weil dir keiner zuhört. Ah, ich verstehe, okay. Ja gut, es geht wohl nicht anders. Aber vielleicht hätten wir die Polizei rufen sollen. Vielleicht, weil die Polizei, ihr nicht wollte, sie, dass wir die Polizei, aber nein, wir nicht, ne? Wir sind zu dumm. Hundreds of clients discover their previous selves. Monroe, are you ready to meet your past self? I was born ready. I'm Elizabeth. That's what you were going to ask, isn't it? Dark Knights. With Poe and Monroe. Okay. Monroe wird scheinbar besessen von einem Wesen aus einer anderen Zeit. Ja, das sind nochmal die Entscheidungen. Ich finde die hier immer so ein bisschen, ja, egal, weil man eben nicht genau beschrieben bekommt, wofür die Entscheidung wirklich steht. Man kann mehr so ein Gefühl bekommen oder anhand des Kontextes sich das erarbeiten, aber es ist eben nicht immer dasselbe, wie wenn man jetzt bei Walking Dead eine wirklich grundlegende, finde ich, eine richtig grundlegende oder auch eine im Affekt getroffene Entscheidung, wenn man die trifft und sich dann später nochmal anguckt, wer hat wie entschieden. Hier ist es teilweise einfach, glaube ich, ein bisschen auch geleitet von optischen Richtlinien, da wo man eben hinguckt als erstes. Ich bin mir nicht sicher, nicht immer hatte man so eine gute Auswahl, so eine gute Erklärung, sage ich mal, was für was die einzelnen Punkte stehen, wie wir es hier jetzt in dieser Folge hatten. An sich eine schöne Folge. Ich muss sagen, ich meine, das ist wirklich nichts. Dieses Video könnte auch einfach nicht existieren. Wäre auch völlig in Ordnung. Aber irgendwie, wenn ihr es euch angeguckt habt, habt ihr ja auch irgendwie eine gewisse Faszination. Lässt sich ja auch nicht, finde ich, wenn man jetzt vor allem an After Dark denkt, lässt sich auch nicht dem Ganzen absprechen. Es passt schon ganz gut rein. Und mir sind diese beiden Figuren jetzt auch nicht unsympathisch, auch wenn ich sie für ein bisschen dürfdaddelig halte. Aber das ist vielleicht okay. Das muss vielleicht auch sein. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall nochmal die Option, das irgendwann nochmal ein oder zwei Episoden weiterzuspielen, wenn ich Bock und Zeit habe. Jetzt gerade habe ich aber keine, denn ich habe zwar Bock, aber keine Zeit. Wir spielen gleich Among Us abends auf dem Sender mit ganz vielen Leuten. Und da will ich mich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen vorbereiten. Eintratern, wie man so schön sagt. Das war's jetzt mit After Dark. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und generell eine schöne Woche. Schönen Oktober. Wir sehen uns hier unter diesem Motto wieder mit einem anderen Horrorspiel. Bis dann. Herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Session After Dark. Die Sonne neigt sich dem Ende zu. Der Nebel zieht auf, Eulen machen Urur. Das ist keine Eule, ne? Egal. Aber auf jeden Fall ist es super gefährlich draußen und super ängstigend und Geister laufen rum und ganz schlimm. Ne? Das ist After Dark, das ist der Schocktober hier bei Rocket Beans und das ist das Spiel, was ich jetzt spielen möchte mit euch. Ich habe schon ein, zwei Mal gespielt. Es heißt, ich glaube, es heißt Dark Knights with Poe and Monroe. Ich habe da schon einiges zugespielt. Es hat mich aber doch irgendwie immer wieder reingezogen. Es ist ein Spiel, ein typisches FMV-Spiel über zwei Radiomoderatoren, die ständig irgendwelche mysteriösen Fälle verstrickt werden und die einfach nicht aufhören, weiterhin ihr Radioprogramm zu machen. Da gucken wir doch mal rein, da hören wir mal rein, besser gesagt.
Und ich hoffe, es gefällt euch. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Deswegen möchte ich es auch einfach nochmal weiter spielen. Ohne weiter Umschweife gehen wir direkt ins Spiel. Ihr werdet relativ schnell mitkriegen, worum es hier geht. Das Spiel selbst ist sehr, sehr einfach gehalten. Man muss eigentlich nicht viel mehr machen, als hier und da mal ein wenig Entscheidung treffen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, falsche Entscheidungen zu treffen, wenn ich ehrlich bin. Wieder mal das Intro besteht mehr oder weniger 5 Minuten jedes Videos bestehen aus diesem wunderschönen Intro, wo man einfach mal gesagt hat, komm, ich komme mal zu dir an die Kunstuni, ich halte da mal kurz meine GoPro rein, während ihr eure Farbenspielereien macht, kurz mal ein bisschen die Tusche ins Wasser schmeißen, aber die ist so teuer, ja, komm, mach einfach. Und dann Dark Knights with Poe and Monroe. Maybe we should have a safe word. If you're worried. I'm worried I won't like it. Then we should definitely have one. What do you think, Miss Baratsky? It's Madame. I'm sorry, Madame Baratsky. You must feel relaxed. So if a safe word would help, then yes. What should it be? Banana. Banana. Banana it is. Okay, banana, banana, banana. Sorry, I'm just practicing. Places, everyone. And we're live in 3, 2, welcome back. As promised, listeners, we have a special treat for you tonight. Madame Baratsky is a past life regression therapist who claims to have helped hundreds of clients discover their previous selves, from ancient Egyptian concubines to Cold War spies. Welcome, Madame Baratsky. Thank you for having me. And of course, it wouldn't be our show without my better and more beautiful half. Say hello, Monroe. Hello, Monroe. Monroe has bravely volunteered to be put to sleep by Madame Baratsky this evening. You make it sound like euthanasia. She's going to wake you up again. Aren't you? Na gut, wenn's sein muss. Of course. Remind me again why you couldn't do it, Poe? Dodgy knee. In just a minute, Madame Baratsky will put Monroe into a trance. I prefer hypnotic state. Into a hypnotic state. And we'll ask her to describe what she sees. Later on, we'll be taking your calls. Have you lived before? Do you remember any past lives? Or is it all just a money-making racket? Let us know, Monroe. Yes, Poe? Are you ready to meet your past self? I was born ready. Let's hope you were reborn ready. Madame Baratsky, take it away. Ich mag ihn. Ja. Ich finde ihn lustig. Also ich finde, er ist gar nicht so schlecht. Ich würde ihm zuhören. Ich finde die beiden, ich wünsche mir, die beiden hätten ein echtes Radioprogramm oder einen Podcast, wo ich einfach jeden Abend zuhören kann. Ich finde das irgendwie sehr angenehm. Listen to nothing else. But my voice. Madame Baratsky has started the regression process. Madame Baratsky kennt aber auch, die kennt keine Kühlung. Ne? Die hat, feel how heavy die hat gar keinen Bock auf den Bullshit von ihm. Feel them sink into the chair and pull you into the deep, deep dark. After dark. After the darkness consumed. After darkness. Oh mein Gott, was mache ich? Die Nase oder der Arm? Tja, keine Ahnung. Good. She is fully relaxed and suggestible. Now you have crossed into a life you have lived before. Do you remember who you are? Yes. Monroe says she can remember a previous life. Shh! Alter, es ist ein Radioprogramm! Check das doch mal! Do du bist betrunken? Let the world come to you. Let it reveal itself to you.
Was heißt das? Let the world envelop you. Step into the world and become your former self. Ja, ich hab doch keine Ahnung. Wasser? Kaffee? Wasser. Now tell me what you see. Aha. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann auf das Fragezeichen da gehen. I'm Elizabeth. What? That's what you were going to ask, isn't it? Ich frage, wo die Post ist. Ja, du bist Elizabeth. Being right. It's a gift. And a curse. And a burden. Where's Dr. Decker? Mit dem Segelboot in, He's gone sailing. In Sicherheit geflogen. Weird. This is, I've been coming here for months. Internationale Gewässer, damit er nicht belangt werden kann. I don't really know anything about him. What did he tell you about me? Dass du gern mal ein Glas hebst und dass du ein Messer im Schrank hast. Leichen im Keller. Messer oder Saufen. Oder Beziehung. Messer. I'm not violent. Doch. Don't know why you think ich bin dein Therapeut. Let's play a game, Doctor. Was? Das ist andersrum. Nein. But we're already playing. You think of something, and I'll guess it. Penis. Okay, Dreieck, Wellen, Viereck. Das ist doch voll einfach. Also ich meine für sie, das dann zu... Ne? Denkt doch keiner an Dreieck. Na gut. A triangle. No. A love triangle, perhaps. Don't say anything. I mean, you haven't said anything since you arrived. Do you believe me now? That I can read your mind? Nein, kannst du nicht. Nein. Don't say anything then. I'll keep doing my thing. Something happened at work. The dry cleaner's in town. I can't switch it off. As soon as I lock eyes with a person, I get their thoughts. Mhm. Bist du schon mal zum Augenarzt damit gegangen? Oder zum... Haben Sie es schon mal mit Bügeln versucht? I'd like to be a brain surgeon, but I didn't apply myself enough. I am pretty nimble with an iron, though. Anyway, there's this guy who walks in with a suit. It's got a stain on the trousers near the zipper. And all he's thinking when he drops them off is, Sharon can't pick these up. So he starts screaming at me that he needs the hour service or he'll have me fired. So I call the manager. Also sehr interessant, ne? Weil sie kann Gedanken lesen und der Typ hat wahrscheinlich seine Frau betrogen und hat Spuren davon noch an der Hose. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nicht wirklich gefolgt. Und sie weiß das? Okay. Ah, und dann, also jetzt hast du halt eine Geschichte erzählt. Okay, aber was genau... I guess ist jetzt Sharon... who he doesn't want to pick them up, is his wife or girlfriend. Either way, he clearly doesn't want her to see the stain. But Sharon is also the name of my manager. I call Sharon over anyway. Sharon! Sharon! Ja, aber der bringt doch nicht seine Hose this guy's face is a zur Firma seiner Frau. But he's holding it together.
Sharon comes over preoccupied. She's thinking about the washing machines. She is the manager, so she normally does that, but this time was different. She was thinking about Nisha. Spinning away in one of them. What? Nisha? Was? In der Waschmaschine? The dry cleaning machines are big. You can fit someone in quite easily. You could probably fit a small person into a normal washing machine, actually. If they really tried. Anyway, the store manager hears shouting and comes over. The customer, let's call him Ed, says that we shouldn't be advertising something we can't deliver. Says he's a lawyer and he'll sue us. The store manager, whose name I intentionally forget, says he'll sort it out. Sharon, in the meantime, has gone ashen. Ja, aber was ist denn jetzt bitte mit Sharon und der Person in der Waschmaschine? I lock onto Sharon's eyes. And I see it again. Nisha, spinning away in a machine. At this point, I'm guessing Sharon has a fantasy about killing her. Ed finally gives in, throws his suit at me, and leaves. The manager looks at me and says, can you work your magic hands over his trousers? He's thinking of me topless, in a hot tub, but with way bigger breasts. And some other things I'd rather not remember. Knowing people's thoughts eats your soul. Ja, dann machst du halt mal zu und guck da nicht so rein in die Köpfe der Männer. Hätte ich dir auch sagen können, dass da nur Bullshit drin ist. Warum kannst du überhaupt, warum arbeitet sie in einem Wäschesalon, wenn sie die Gedanken anderer lesen kann? Da gibt es eine Milliarde besserer Professionen, würde ich jetzt mal sagen. Fine. Pokerspieler zum Beispiel. I guess I painted the picture, you might as well think it. Oder den ganzen Tag Among Us spielen. Thanks for letting me wear a bra, though. Ich hab dich überhaupt nicht, too big. Ich hab überhaupt nicht an deine Möpse gedacht. I take it round back to start working on it. And that's when I see her. Nisha. Like a ragdoll in a hurricane. Just spinning inside this big machine. Her face smashing against glass and metal. Blood pouring out of every opening. She's a mess. Can you see any jewelry? A ring, maybe? Yes. A ring. Good. I need you to get it for me. Do you understand? I understand. Well, this is fascinating, August. We'll be back with more of Monroe's past life in just a moment. What's going on? I'm helping Alice uncover her past. Why does she need to get this ring? Oh, it's just a technique I use. I think you should bring her back now. It would be dangerous at this point. Then do it at whatever point it won't be. Quiet. I'm trying to concentrate. Oh, da würde ich ja jetzt direkt mal die Polizei rufen und sie schon mal pro forma rausschmeißen. Okay, es geht also weiter. Rip, Waschmaschine. Ich meine, ich will natürlich unbedingt wissen, was jetzt mit dieser Waschmaschine ist. Also, was ist passiert? Ich meine, der Typ muss doch... Nisha kissed me once, so... I slapped her. Okay. Und dann... We were in the machine room. She said she'd got something in her eye and would I take a look? So I did. Und was war deine Zunge drin oder was? Her irises were lovely and big, dilated. And while I was looking, she just kissed me.
But her mind, it was beautiful, shimmering. And then when she kissed me, it all fell away. All that was left was shame, fear, repulsion. So I slapped her. Soll mal einer verstehen. Who would want to kill Nisha? I guess Sharon? She was tried and convicted, so... Na gut, dann würde ich sagen, dann war die das wahrscheinlich. Ist ja auch ihre Waschmaschine und ihre Waschanlage gewesen, oder? Vielleicht warst du's ja. What did Nisha think about? Gar nichts. Nisha thought about Jared. A lot. She hated him, but she also wanted to sleep with him at the same time. It's pretty common. I'm sure there's an interesting scientific term for it. Hassliebe. Yeah. Angry sex. Ah. Or anger sex. I'd probably take either right now. Hä? Also angry oder sex? Oder... Ich bin mir nicht sicher, aber das ist ja sehr interessant bisher. I saw Nisha's body in the machine. Her eyes were still open. Crying blood. But I looked into them and... There was peace. Nothing else. Just peace. Das hat vielleicht was Meditatives, wenn du in der... Waschmaschine dich die ganze Zeit. Man dreht sich ja ohnehin ganz viel um sich selbst. Und in so einer Waschmaschine, da wird das erst so richtig konterkariert. Da merkt man erst mal, wie sehr man sich dreht. Ja, und jetzt? Okay, ich nehme sie. Was ist denn mit ihr passiert? In Knast gehört die. Sharon's in a psychiatric hospital. Oder das. They arrested Sharon for Nisha's murder. Sentenced to 18 years, one for each of Nisha's. Is that enough? Maybe murder should be punishable by death. Tod durch Waschmaschine. Nein, ich persönlich denke, dass das eigentlich schon okay ist, wenn man ihnen einfach nur das Leben so schwer wie möglich macht. You think people can change? Nee. Maybe. Maybe I can change. Nee. Die Haarfarbe vielleicht. Okay, mal gucken. Sharon's fingerprints were all over the machines. And her husband was having sex with Nisha. That's all the jury needed. Nobody saw her do it, though. She just didn't have a good enough lawyer. People with money get away with murder all the time, though. Don't they? Ja. Is there anything rich people can't buy? Ein Haus, ein Hammer, ein Bild von zwei Personen. Ach genau, hier so, ein Kniegelenk. Also, erstmal, ne? Ganz kurz. Jetzt müssen wir kurz mal rekapitulieren. Der Typ ist fremdgegangen mit der Kollegin seiner Frau. Dann bringt er die vollgeeierte Hose zu derselben Frau und derselben Geliebten und wundert sich, dass er erwischt wird. Sag mal, was ist denn hier für ein Holzkopftag heute? I watched the trial from the gallery. Not many people made eye contact with me, but Sharon did. She wanted to die. Really die. I don't think she killed Nisha. Ja, ich glaube es mittlerweile auch. Aber wer kann es denn überhaupt gewesen sein? In dieser Geschichte ist ja nur noch, existiert ja eigentlich nur noch der Mann und die Frau und du. Also einer von euch dreien muss es ja wohl gewesen sein, sonst hättet ihr jemand anderen erwähnt. I did see Sharon once after the trial.
She didn't talk. But in her head, all I could see was Nisha going round and round. Her mind was literally stuck like a broken record. Ja, das kann ich mir aber auch ganz schön, das ist eine ganz schön fiese, morbide Geschichte. Holla, die Waldfee. Die letzten Geschichten waren alle so ein bisschen lustig und ein bisschen gruselig, aber die hier ist ja straight fies. Sharon's defense. She said Jared killed Nisha. The Umbrella Man. Jared's the Umbrella Man. It's a nickname. We were on a works do and it started raining, and then Jared pulls out this tiny umbrella out of nowhere and then gets handsy with any girl stupid enough to duck under it. Hence, Umbrella Man. Aha, ein guter Trick, den, tschak tschak, muss ich mir mal notieren. Nisha worked for Sharon as a housemaid. That's how she met the husband. It's so cliché. Nisha was desperate for money, and he was desperate for attention. I never told anyone this, but Nisha charged Sharon's husband for sex. Wird immer schlimmer. She said she would have done it anyway, but since there was a chance of getting paid, I don't think Sharon knew. Also, entweder war das oder Sharon. Did you have sex with you, Doctor? Ach nee, Sharon war es ja nicht, ne? Klar, sie war es ja nicht. Was war, wer hat Sex mit mir? Nein. People pay people to have sex with them all the time. Just not with money. They do it expecting love or opportunity, time, companionship or orgasms. Was? Nisha was good at cleaning. What can I say? Often I'd go to the back of the machines to hoover the lint trays out, and Nisha was there with Jared, hoovering away already. Okay, nochmal was zur Waschmaschine. Die interessiert mich am meisten. Scheint ja eine sehr gute, starke Waschmaschine zu sein. Was war das für eine Marke? Ich würde mir so gerne eine kaufen. They closed down the store for a while so the real cleaners could come in. They got rid of all the blood. It wasn't just blood. Her skull had split open and was grating against the metal drum. Some of her teeth. Sorry, Doctor. What did you want to know? Nicht das. Alter, die Alte ist ja auch verrückt. Okay, das hier. Yeah. Dry cleaning machines have huge locks. There's no way of shutting yourself in. You really have to get a friend to help. Or manager. Perchloroethylene. It's what they use in dry cleaning machines. But Nisha didn't drown. The spin cycle broke her spinal cord, so she was paralyzed for a few minutes while her face mashed into everything. Shock probably got her first. Oh, super unangenehm, wirklich super unangenehm. Eine richtig ekelhafte, morbide Geschichte. Aber deshalb sind wir ja hier, oder? Das wollen wir doch hören. Erzähl mir mehr von der Waschmaschinenfrau. Das wäre mal für ein Horrorspiel, die dich dann immer in ihrer Waschmaschine verfolgt. Oder immer in so einer, so als Ball hinter dir, als Knochenball hinter dir herrollt. Entschuldigung, ich weiß, da ist jemand in der Waschmaschine verendet. Ist aber auch nicht wahr. Ist nur ein Spiel, ne? Oder eher eine Idee von dieser Schauspieltruppe hier. Weil Spiel kann man ja eigentlich dazu jetzt auch nicht sagen, ne? Sharon's fingerprints were the only ones on the machine. Ja, aber von innen. Actually, hers and Nisha's. The police thought... Selbstmord! She'd struggled against the machine, trying to fight Sharon. Nobody heard anything, though. Okay, wieder zurück. Was ist denn überhaupt noch übrig? Kaffee! Okay.
I'm allergic to nuts. Is this definitely normal milk? Ey, ich weiß es doch nicht. Banana oder das hier. Also Banana wäre natürlich das Ende, aber ich will noch, ich mach mal das. The milk's a bit funny. Maybe it's on the turn. What's happening? Shh. Ihre Nussallergie. Fass sie an. Banana. Banana. Why isn't it working? She has to say it, not you. Wake up. Monroe. Alice. If anything happens to her, you can go in after her. Sie ist vielleicht in einem anderen Leben. Sit down, please. War sie vielleicht, ne, irgendwie eine von How denen. How can I go in after her? I'd have to get in her brain. I'm very good at what I do. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Sleep. Okay, das ist sehr gut. Wow, das habe ich im Sommerhaus noch nicht so geil erlebt. There's a good boy. You want to see my ring? What? I don't remember wearing one. Ja, ich meine auch nicht den Ring. Shall I take it off? Ring, 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 ring. Banana Phone, da sind wir wieder. Da, das hängt nämlich zusammen, der Ring und die Banane. There's something written inside it. Most extraordinary. Does it have an inscription? 4-2-1-0-1-0-0-0. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe hier den Umbrella Man noch. Jared, the Umbrella Man. He's weird, like a spider. Sharon ducked under his umbrella that time, and his hands slithered around her body and kind of rested under her breast. Everyone knew he was touching it, and Sharon just gave a weak smile and wriggled away. I tried to read his mind, but it was like a stereogram. Jared's mind was a mess of colored dots that didn't make any sense. I never knew what he was thinking, ever. There's only one other person I know that's like that. Der Doktor. Nee, aber sie hat ja vorhin schon unsere Gedanken gelesen. Are you trying to say that I don't understand my own mind? I come from a long line of overthinkers. Or maybe I don't. Ja, jetzt ist nämlich alles anders. Spinnenweben im Kopf. His facial expression didn't change. Nothing. It was like he was wrapping his arms around his prey. He didn't seem to be particularly enjoying touching her breast, just for science. Das sag ich auch immer. Jared quit after the murder. Well, so did I, to be fair. Well, I've kind of quit everything now.
You can't just think of a question mark. If you've got a question, let me have it. Katze, Torte. People get like this, flustered when I can read their mind. Cat. I agree. Cat. I saw Jared in the machine room with Nisha just before she died. Das ist wirklich wie Among Us. I don't want to talk about it. Also du hast jetzt gerade 1,5 Stunden davon erzählt. Okay. Umbrella Man hatte ich schon, die Leiche hatte ich schon, die Waschmaschine und die potenzielle Täterin. Nisha was asking for it, wasn't she? I mean, if your partner's cheating on you, you murder their fling, right? Nein, das macht man exactly. Eigentlich nicht. She'd have killed her husband for sure. Why start with Nisha? Ich hab doch gerade Nein gesagt. It doesn't make any sense. I think Jared killed Nisha. Ja, das sage ich doch schon die ganze Zeit. I told you about the Umbrella Man. She hated him. But in a lady doth protest too much kind of way. Maybe he killed her. Also, potenziell ist es der Umbrella-Mann oder der Ehemann oder, nee, es ist ganz sicher nicht die Frau, denn die ist ja schon im Knast oder in der Psychiatrie. Also, es muss ja eigentlich jemand anders sein, würde ich jetzt sagen, ne? I already said that Jared killed Nisha. Or something did. Do you? Vielleicht war es der Regenschirm. Believe in the supernatural. Ach. 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 Naja, ich mach mal ja, ne? Jared killed Nisha. I don't think I'm safe here. I saw it happen. But I couldn't tell the police. Jetzt auch noch das? They were in the back room. Also sie, du hast deine Kollegin einfach so ins Feuer gehen lassen? They were kissing. And then she opened the door to the machine. Das hast du ja sogar vorhin schon angedeutet. And Jared, he shut it. He didn't have fingers. He had... Bananen. Penen? Doctor, I'm sorry, I need to go. I'm being raped. Sorry, I don't know what I'm saying. Sorry. Jetzt gerade, wo es interessant wurde. Also er hat sie durch irgendeine mentale Fähigkeit oder so dazu gebracht, sich selbst in dieser Maschine einzuschließen und umzubringen. Okay. In okay. An hour, you awake. As if from some deep sleep. And I'll be gone. Jetzt beklaut sie ihn auch noch. Ach komm, ey. Einfach nur das? Einfach nur ein bisschen Kohle klauen? Die wissen doch, wo du wohnst, Mann. Die haben dich gebucht. Jetzt, das ist super dämlich. Das ist der dämlichste Diebstahl, den ich je erlebt habe, Alter. Dr. Decker. On that note, here's a message from our sponsor that you're sure to enjoy. The police are looking for Miss Baratsky. It's a shame she didn't stick around. Was she even licensed? She came highly recommended. From who? Herself, when she knocked on the door yesterday morning. Ernsthaft? Did a complete stranger take over my body? Quarter! What she was going to do? I feel so violated.
I can't even tell our listeners. We were robbed. She literally took my wallet and your purse. I know. But that was everything I had. And that wasn't all she took. What else is gone? My adoption papers. What? My adoption papers are missing. I didn't know you were adopted. Well, I am. I'm not ashamed to say it. Sorry, Poe, I wasn't suggesting that. It's unsettling when someone takes something so personal. Just who does she think she is? A past lives travel agent who robbed us whilst we were dreaming. But it wasn't a dream. You were there. You and me. Yes, just like Wizard of Oz. Maybe the reason the people looked familiar is because you made it all up yourself. So, are we dreaming now or is this real? I can't tell anymore. Want me to give you a squeeze? No, this is real. How can you be so sure? Because in my dreams, you're much more of a charmer. And richer, I'd imagine. Too soon, Poe. Too soon. Ja, das war lustig. Next time on Dark Nights with Poe Monroe. You're alive on air, Line 1. There was an animal in the road, howling like a wolf. He said it was a hairy animal. Size of a man. And the moon was full. We're going werewolf hunting. I'm Casper Light. Werwolf, der ist eindeutig der Werwolf. Wolf-like. Der sieht doch schon aus wie einer. Mein Gott, kommen Sie jemals aus Ihrem Einzimmer-Apartment raus? Da ist schon wieder die Tür. I'm sorry. You have no idea. What's at stake? Dark Nights. With Poe and Monroe. Ach ja, also es ist schon halt auch ein bisschen dumm, ne? Habt ihr selbst mitgekriegt, so richtig was zum Spielen hat man eigentlich nicht. Das war jetzt die vorletzte. Ach komm, die letzte werde ich irgendwann auch noch mal machen. Komm, irgendwann spiele ich die mal, aber nicht jetzt. Jetzt mache ich erstmal Tschüss und Schluss und wünsche euch einen wunderschönen Tag heute noch hier, einen wunderschönen Abend mit dem Programm hier zur zum Schocktober auf Rocket Beans. Ja, also es ist halt wirklich, was soll man dazu noch sagen? Es ist halt, ich weiß, es ist ein bisschen dämlich. Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, warum macht er das jetzt 2-3 Stunden lang? Irgendwie hatte ich mal Bock auf so ein FMV-Spiel. Ich muss auch sagen, es ist, obwohl es nur zugucken ist, macht es mir irgendwie doch Bock. Man hat ja so minimale Interaktion. Und irgendwie mag ich diese beiden. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist weder besonders gut geschrieben, noch überragend gespielt, noch ist irgendwas daran toll. Aber irgendwie finde ich es trotzdem irgendwie ganz gut, ganz okay. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht bin ich auch einfach unterfickt. Oder, also, keine Ahnung, was mein Problem ist. Vielleicht habe ich Hunger. Vielleicht muss ich einfach mal wieder richtig gute Spiele spielen. Vielleicht, weiß ich nicht, ne? Aber ich freue mich drauf, wenn es euch auch gefällt und ihr Spaß habt mit mir. Dann haben wir doch was erreicht hier bei After Dark. Und darum geht es doch, um uns alle als Menschen weiterzubringen. Wir hören jetzt kurz auf. Es kommt irgendwas anderes, da bin ich mir sicher. Denn bei uns geht es immer weiter. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Sachen, auf mehr After Dark, findet ihr natürlich eine Menge auf unserem Rocket Beans Kanal. Auf dem Let's Play Kanal sind die ganzen After Darks der letzten Jahre versammelt. Außerdem könnt ihr gerne auch mal in den Supporters Club gehen. Das sage ich jetzt häufiger auch mal. Ja, einfach weil das eine gute Sache ist und weil ihr uns damit uns echt helft. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. War schön. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt Dark Nights. With Poe and Monroe. Tschüss. Da sind wir wieder. Es ist Nacht. Die Glocken klingen. Die Eulen schnappen sich noch ein paar Mäuschen. Denn auch sie wollen dabei sein und zugucken, wenn es heißt After Dark mit dem Simon. Und in Bed with Poe and Monroe, nein, so heißt nur eine der Episoden. Das Spiel heißt ganz anders, Dark Nights with Poe and Monroe. Das ist ein Spiel, was ich schon mehrfach gemacht habe. Es geht immer sehr kurz, deswegen, ach, es ist sogar die vorletzte Folge nur. Okay, dann machen wir nochmal diese vorletzte kleine Folge auch nochmal, gucken uns dabei das immer wiederkehrende Intro an, wo irgendjemand im Bartik-Shop die Kamera reingehalten hat. Ich muss auch sagen, es sieht auch irgendwie ganz geil aus. Ne? Das sind immer echt schöne Animationen, die irgendwie auch so total mühsam.
mystisch wirken und einen so richtig reinziehen, fast schon hypnotisch. Ne? Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Aber die Makroebene ist super interessant an dieser Stelle. Und ich kann nur wiederholen, dass wir es schon ein paar Mal gespielt haben. Es sind zwei Radiomoderatoren, die erleben immer mystische Abenteuer. Und das ist jetzt die vorletzte. Ich finde, es passt immer ganz gut. Kommt hier gerade. Keine Ahnung warum, was das bedeutet. Gehört aber wohl irgendwie dazu. Ja, und die erleben immer mysteriöse Abenteuer, die wunderbar natürlich zu After Dark passen. Bless me, Father Poe, for I have sinned. Again, Monroe? It's only been a week. I know. I just can't stop myself. What is it this time? Du oder ich? Ich bin's. I've been taking too many selfies. Well, they say pride cometh before a fall. Which is why I won't do it on a cliff. This isn't much of a confession, Monroe. Haven't you got something more scandalous? You haven't seen the selfies. Sounds like Monroe's beyond saving. But what have you been up to, August? It's time to come clean in... Confession Booth. Now remember, callers, no last names, no strings attached, and no consequences. Just call in to confess and let us absolve you of all of your sins. Aber it's cheaper than therapy. Aber August, almost as effective. Der Ort, this is der ist winzig. Jeder kennt jeden dort. God, I hope not. Excellent. Ah, we have a caller on line one. Line one, you're through to the confession booth. Oh yeah, it's me. You're live on air, line one. What's your name? Oh, Beck. Welcome, Beck. Spill forth the burning secrets of your tormented soul. He means, what do you want to confess? I crashed my boss's car. Oh no, that's terrible. Were you hurt? No, but the car was, totaled. It was a Rolls. Ooh. Wow. I know. it's really bad. Well, how did it happen? Were you swerving to avoid something? Yeah, there was an animal in the road. It was really hairy. Must have been a bear or something else, because it was huge. A hairy bear? As big as a human. Honestly, maybe bigger. I remember, because it was a full moon. Werwolf. Eindeutig Werwolf. A full moon, you say? Yeah, about a month ago. Oh shit, also wieder Vollmond. Das wird noch wichtig, glaube ich. Well, that sounds mysterious, doesn't it, Poe? It does indeed. Thank you for your confession, Beck. Yes, thank you, Beck. It sounds like you're still traumatized by your experience, but I'm glad you weren't physically hurt. Ich habe keine Ahnung, wo die Musik herkommt. You are forgiven. And we'll be back for more confessions after this message. Well, that was kind of strange, wasn't it, Poe? Yes, although I get the feeling he was angling for something. Really? Seemed genuine to me. Das gibt's doch nicht. Das ist das, hier, das sind ganz viele so Sound-Inserts, die ich glaube ich noch, ihr hat irgendwann mal Saftiges Gnu gestreamt und seitdem habe ich diese ganzen komischen Dinger. Ich weiß nicht, wie man die wegmacht. Ich habe die schon ausgestellt. Size of a man. And the moon was full. Keine Ahnung. You don't think there could be werewolves in August, do you? It does seem unlikely. Poe, you're not going to believe this, but there's a full moon tonight. Maybe we should leave early and check it out. Don't you have other plans? It's your birthday tomorrow. I wasn't planning on having an early night. Let me call Gwendolyn. Welcome back, listeners. This is Dark Nights with Poe. And Monroe. And we're in the confession booth. The confession booth. Line two, you're through to Father Poe.
Bless me, Father Poe, for I have sinned. What is your name, child? Casper. And what dark anguish burns your mortal soul? Casper. He means... Ich mag diese what would you like kleinen to confess? Ausschnitte. Nothing. There's actually something else I wanted to talk about. Okay. Off the air. Well, you'll have to wait a little while, Casper, until after the show. Well, I could wait until then, but that might not give you enough time. Time for what? To save yourself. Well, you're in luck, Casper, as I have a story queued up. Listeners will be back in a few minutes after this spooky tale. Okay, Casper. It's just us now. What are we saving ourselves from this time? Don't go to Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. Well, we might be. The werewolf, remember? Eine Sekunde. Yes, you are. But you shouldn't. Ja. And why is that, Casper? Because it will be the last time. Anyway, nee, ich bin gerade noch im... Why? Geht's jetzt los, oder was? Hey, ich hab ein Viertel vor. But jetzt, oder was? Bad will ich hab's grad if you go to Wolf Lane tonight. Alter, you know, okay, danke. Ja, tut mir leid, ich weiß gerade nicht, wir haben einen falschen Termin im Kalender, aber jetzt muss ich gleich zu Among Us, deswegen muss ich an der Stelle Schluss machen. Aber wir werden an dieser Stelle weiterspielen, sofern das überhaupt geht. Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal kurz Pause und dann sehen wir uns. Tschüss, beim nächsten Mal. Willkommen zurück zu After Dark, Dark Knights mit Poe and Monroe. Wir sind gerade mitten in einer Werwolf-Diskussion, deswegen gehen wir da schnell rein. Father Poe says, you are forgiven. And we'll be back for more confessions after this message. Well, that was kind of strange, wasn't it, Poe? Yes, although I get the feeling he was angling for something. Really? Seemed genuine to me. Wie gesagt, ich habe hier irgendwas noch drin, was immer diesen Sound macht, sobald ich glaube, das saftige Gnu irgendeine Donation kriegt. Und das kann ich mir nicht erklären, weil sie war hier dran und irgendwer hat das für sie umgestellt und nie wieder zurückgestellt. I suspect he was trying to make us think the same thing. He said it was a hairy animal. The size of a man. And the moon was full. You don't think there could be werewolves in August, do you? It does seem unlikely. Poe, you're not going to believe this, but there's a full moon tonight. Maybe we should leave early and check it out. Don't you have other plans? It's your birthday tomorrow. I wasn't planning on having an early night. Let me call Gwendolyn. Welcome back, listeners. This is Dark Knights with Poe. And Monroe. And we're in the confession booth. The confession booth. Line two, you're through to Father Poe. Bless me, Father Poe, for I have sinned. What is your name, child? Casper. And what dark anguish burns your mortal soul? Casper. He means, what would you like to confess? Nothing. There's actually something else I wanted to talk about. Okay. Off the air. Well, you'll have to wait a little while, Casper, until after the show. Well, I could wait until then, but that might not give you enough time. Time for what? To save yourself. Well, you're in luck, Casper, as I have a story queued up. Listeners will be back in a few minutes after this spooky tale. Okay, Casper. It's just us now. What are we saving ourselves from this time? Don't go to Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. Well, we might be. The werewolf, remember? Yes, you are. But you shouldn't. And why is that, Casper? Because it will be the last time anyone sees you. Why? I can't give details, but something bad will happen if you go to Wolf Lane tonight. You know, if you want us to take you seriously, perhaps elaborate on the something bad will happen bit.
There's a billion other places you could go, and I'm just asking you to avoid one. But if you have a death wish, go to Wolf Lane. Is that a death threat, Casper? No. This is your future. Trust me, I know. Because you have a time machine? Because I was there when it happened. Well, we're certainly putting the dark in Dark Nights tonight, August. Maybe we should stop taking calls. Nonsense, Munro. What would this show be without the heady mix of terror and titillation provided by our callers? Well, this radio host has been titillated enough for one night, which is good, because it's time for Betty Buys. Sweet dreams, August. Thank you for listening. Yes, and remember, don't have nightmares with Poe and Monroe. So what do you think? Ja, wir gehen da natürlich hin. I think it's only a matter of time before Casper tries to kill us. He's just an attention seeker. So am I. I'm not trying to kill anyone, though. So, what do you want to do about it? I don't know. He didn't really threaten us, so it probably doesn't warrant getting the police involved. Are you sure? No. Da kriegt man erst mal mit, wie viele Donations da eigentlich reinkommen. I wish we could have one simple, uneventful, boring night. I don't think you'd like boring, Miss Monroe. You're right. Which is why we're going werewolf hunting. Casper didn't put you off? No. Telling me not to do something makes me want to do it twice as hard. Really? Well, definitely don't do the whistle swinger again. You like the whistle swinger, don't you? No. Even if it's twice as hard? We're not going to make it out of here if you keep talking like that. You really think we can see werewolves? It would be foolish to rule it out altogether. I know it's almost your birthday, but, well, a full moon waits for no man. Or werewoman. Exactly. I guess it could be romantic. You and me huddled in the car, looking at the stars. They say Wolf Lane's the best place in August for stargazing. Do they? There's hardly any light pollution. That must be why the werewolves like it. Ja, wir machen What das. Natürlich gehen wir da mit. Die Menge jubelt. Die wollen das jetzt sehen. Just like? Well, we'll see. You go ahead. I need to check something. Who are you calling? Hi. Sorry, one minute. Okay, I'm going. Hi, it's Monroe. No, you're great. Totally convincing. Yeah. We'll see you soon. Hello? It's all right, Ellis. You don't need to do that. It's not a hold-up. I beg to differ. This is for your own protection. Yeah. Who are you? Okay. Casper Light. I'm... From the show. You just called into our radio show. Oh, no. I must have come back again. Are you okay? No. This means I've already failed. What is it you want exactly? I work for a company called Coit Industries. They do experimental stuff. A scientist? No, I'm Eminem. The rapper? Mishaps and malfunctions. We clean up messes. I'm here to save you. Save us from what? Disassembly? You have to stay away from Wolf Lane. We're not going to Wolf Lane. You told us not to when you called, so we're going straight home. Isn't that right, Monroe? Yeah. I'm so tired. See? Oh mein Gott, was eine schlechte Schauspielerin.
Please. Also, zumindest. Put the gun down. In diesem Fall. I'm sorry. You have no idea what's at stake. Don't try it. It always ends badly. Rock, paper, scissors? Okay. What? Ja, natürlich Schere. Schere ist Imba. Oh shit, außer gegen Stein. Akiga. Ein leichter Massageschlag auf den Rücken. So werden Männer und vor allen Dingen beide werden direkt damit ausgeschaltet. Where are we? Are you okay? Das war ein ziemlicher Glücksschlag. Hat gleich zwei erwischt. The studio. Why? I don't know. He's locked us in. I've tried the door already. Is there another way out? Death? I'm assuming Casper will let us out when he's done with us. Happy birthday to me. You said you wanted to try something different this year. I'm sorry I had to do that. It's to keep you safe. I work for a company called Coit Industries. We specialize in speculative technology. I say we. The science team do the heavy lifting. I'm just M&M. Mishaps and malfunctions. It's my job to clean up the results. Normally, I don't intervene. Just let it happen, then clear up. But people will still be listening to you years from now. Because I've saved you. So, the whole werewolves thing. I didn't want to wake up alone. I don't get it. Let's face it. Birthday or not, you'd have gone home to your wife after the show. I know you'd have stayed late and we'd have had some fun, but eventually you'd leave. Ja, weil er halt auch eine Familie hat, du Homewrecker. Monroe. I just wanted someone to wake up with. To wish me happy birthday and give me a hug. But what's that got to do with... Kauf den Hund! Nothing. It doesn't matter now. Maybe if you get a time machine, you'll find out. Nächste Folge. Okay, it's like this. Around midnight, you're on Wolf Lane. At the same time, an organization I can't name is testing an experimental weapon. The test glitches, you get fried, and M&M are called in for disposal. Die Firma, die du nicht nennen kannst, die du gerade schon zweimal genannt hast, ist das zufälligerweise Coit Enterprises. Tomorrow, oder haben die eine US-Version davon und heißt sie dann Coitus. Time travel is Fragen über Fragen hier! Service. The key is subtlety. You don't use it to kill Hitler. You use it to manipulate election results, justify wars, or in my case, rescue two local radio hosts so you can keep listening to their show. You're welcome, by the way. Let us out! Let us out! No point yelling, Monroe. It's soundproofed in and out. Fine. Let's use our mind power to open the door. So that is how the world ends. You didn't hear it from me. Okay, das ist lustig. Dass sie all das nicht gehört haben, finde ich lustig. I'm just gonna go. I'll leave it another minute just to be safe though. Good luck, Poe and Monroe. Did I just open that with my mind? Try locking it again. Or we could just leave.
Nee, lieber nochmal verschließen. What if your telekinesis only works in this room and only on your birthday? Wouldn't you want to know? You happy? You're my superwoman, Monroe. Either way. Feeling any pain downstairs? No. Then it doesn't work. Ich sag's, wie es ist. Ich find's immer noch weird, dass der eine Familie hat. It's 8 o'clock. Und die hat sich die ganze Zeit hier so angeilen. Ich meine, gib ihm doch einfach keine Familie. Ist doch so einfach. Einfach die Familie, die man eh nicht sieht, gar nicht erwähnen. 29-year-old Miss Pavel was the newly appointed CEO of Intervac. Da wird man wahnsinnig. A company whose breakthrough research in quantum mechanics promised consumer teleportation within the next 5 years. A gas leak on Wolf Lane. The weather tonight will be clear. Ihr habt ein Gasleck bei euch im Studio, Alter. And that's schon seit einer Staffel. A gas leak on Wolf Lane. We need to check these updates before we go live. That could have been us. I'm not sure that I believe any of that. You think Casper caused the explosion? Probably. He just didn't want us on his conscience. Why? Why not kill all of us? I don't have a crystal ball or a time machine. Aber. I don't know. Teleportation. Miss Pavel was competition. He said he was saving us. Maybe he didn't. Maybe Miss Pavel wouldn't have been at Wolf Lane if we'd been there. Or if we'd have been there, we'd have saved her. Well, August Police can deal with all of that now. August Police need to outsource. Good thinking. And your brain is as big and wonderful as your heart. Oh, you shouldn't have. Na, kein Problem. Ist ja nur das Unigeld der Kinder. Hätte man denen, hätten die sicher sich gefreut, ne? Auch so ein Hausboot oder ein Auto, vielleicht, wenn sie 18 werden, ne? Oder der eine hustet immer so stark, da könnte man auch mal zum Arzt. Nee, okay, kaufe ich lieber meine Mätresse fucking Diadem-Anhänger. Next time. On Dark. Das war's! With Poe and Monroe. Welcome back to Radio August's Treasure Hunt, sponsored by August Museum. Good news, Monroe only has one more capsule to plant. Don't worry, you'll not be hungry for much longer. Oh, sie drehen mal woanders. If you can fall out of love, we can fall out of here. She doesn't want you to get out. She wants to eat souls. Dark Knights. With Poe and Monroe. Okay. Also, das war jetzt natürlich alles ein bisschen doof, weil wir unterbrochen wurden von ungefähr 3 Stunden Among Us. Aber es war schon, ich merke, wie die Folgen zumindest von den Themen her immer interessanter werden. Aber das hier war jetzt wirklich lame. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich glaube fast, dass man hier auch noch dorthin hätte fahren können. Wahrscheinlich hätte man auch die Person noch retten können, die jetzt gerade, die es nicht geschafft hat. Aber was soll ich sagen? Wir haben Rock, Paper, Scissors verloren. Wir haben bei Poe am Ende nochmal quasi einen Double-Check gemacht, der dann nicht gut ausging. Das war's wahrscheinlich, nehme ich an. Das sind die Gründe. Wir werden es nie erfahren, denn ich werde es nicht nochmal spielen. Wir haben aber noch einen weiteren Teil, eine weitere Episode und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen macht's mir auch Bock. Es macht mir sogar ein bisschen viel Bock. Ich mag diese FMV-Spiele, auch wenn die nicht so geil sind. Die sind so kurzweilig, ne? Man muss auch nicht viel machen. Ich habe eh sehr viel gespielt die letzten Male, da kann ich ruhig das auch nochmal weiterspielen. Und deswegen werde ich noch die letzte garantiert finalreife Episode irgendwann nachliefern. Vermutlich. Jetzt hier in dieser Zeitlinie gleich in eurer, guckt einfach mal den Sendeplan, vielleicht läuft es auch im Anschluss, ich kann es euch doch auch nicht sagen. Wir werden uns aber auf jeden Fall wiedersehen mit Poe und Monroe. Gute Nacht. Buhahahaha, herzlich willkommen zu After Dark, wieder mit mir und
Poe und Monroe. Das sind zwei Radiomoderatoren, die ich jetzt schon zu mehreren Einzelepisoden mir auf die Maus gelegt und angespielt habe. Das Ganze ist so ein Sammelsurium aus kurzen Minigeschichten rund um diese beiden Moderatoren. Ist alles immer ein bisschen spooky, mysteriös, Horror würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist doch zumindest meistens immer eine ganz gute Gruselgeschichte und sehr unterhaltsam für eine halbe Stunde. So, in diesem Sinne werden wir uns jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde lang unterhalten mit diesem Spiel und dem Finale, denn es sind nur noch es ist nur noch eins übrig, ein kleines Abenteuer, It Started With A Wish. Womit es aber auf jeden Fall anfängt, ist dem altbekannten Intro, das werde ich deswegen an dieser Stelle jetzt auch nochmal laufen lassen. Man kann es nämlich nicht abbrechen, fanden sie schon ganz geil, ne? Wisst ihr selber. Ja, vielleicht kurz mal, weil ich jetzt ja ein Fazit schon geben kann, das ist ja das Finale. Ich muss sagen, ich habe am Anfang sehr wenig erwartet. Es ist natürlich trotz allem einfach nur wie eine billige, also ich will nicht sagen Soap, weil es hat schon mehr als ein Soap, aber es ist halt mit sehr minimalem Budget und es ist eindeutig etwas, was nicht jedem von euch gefallen wird. Und man kann als Spieler nahezu nichts beeinflussen, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja, dieselbe Schauspieltruppe hat ja schon eine Menge anderer Spiele gemacht. Spielfilme, möchte man ja fast sagen. The Complex, Der Bunker, Late Shift oder Late Night, Late Shift und dann auch noch Shapeshifting Detective. Und eben das jetzt als, glaube ich, 5., 6. Teil. Und deswegen gibt es oft unterschiedliche Herangehensweisen an die Lösungen und die multiplen Wege. Hier habe ich das Gefühl, hier ist eigentlich mehr oder weniger alles sehr geradlinig und stringent. Dafür aber einfach eine knackige, kurze Geschichte mit sympathischen Leuten kann man schon wirklich machen. I am Rose. Extraordinary. What is your wish? A wish, you say? Let me think. Was ist denn da der Unterschied? Also, entweder sie nimmt den Ring an oder sie hat ihn nicht. Sie hat sich stattdessen für ein Buch entschieden. I wish that Alice Munro never stops loving me. Okay. Your wish? Mit oder ohne Pommes? Sag mal, die Typen, ne? Was sind das für Lappen? Die glauben alles. Da ruft einer an, sagt, ich bin Werwolf. Ja, glaube ich dir. Ruft einer an, sagt, ich bin Killer. Ja, glaube ich dir. Da sagt irgendein Bild, wünsch dir was und die glauben sofort. Okay. Das Bild. Rose, are you stuck in there? No. Are you stuck out there? It asks questions. It's like it's alive. How about this then, Rose? What's the square root of 1,296? 12. She's confused. I'll do a reboot. Oh, no, it's fine. It's wonderful. I'm sure August will love it. Museums aren't what they used to be, Poe. No. They're much rarer than ever before. Too kind. Let me get those prizes for you. Of course. Happy to help. Let's call it payment for that wish. Yes. Monroe will be pleased with my wish. Also der Schnurrbart von dem Typen ist mir sehr suspekt. Wenn der nicht gerade bei Bares für Rares arbeitet, würde ich sagen, im Museum ist er ganz gut aufgehoben. Aber bitte unten, wo ihn keiner sieht, Kellergewölbe 3B, klingt ganz gut für ihn, finde ich. Währenddessen ist Monroe, macht ihr Lieblingshobby, halluzinogene Pilze sammeln. Nein, was macht sie? Ich weiß es nicht. Kurz kacken. Es ist, du weißt bei denen nicht, was sie eigentlich machen. Was machen sie? In dem Fall endlich mal einen Außendreh. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie die sich gefreut haben. Ach ja, geil, komm. Haben wir ein Auto? Nein. Ach egal, bei mir um die Ecke ist ein Wald. Laufen wir kurz lang. Hast du schon eine Story? Nein, habe ich noch nicht. Das machen wir im Schnitt. Ich höre ja schon auf. Aber es ist halt einfach, ich mag dieses leicht dilettantische auch.
Ich finde das irgendwie sympathisch. Ja, also das ist immer ein Problem mit den Aufgaben. Man weiß einfach nie, was genau jetzt hier erwünscht ist. Ich nehme mal die Kapsel. Good luck, little fella. Ernsthaft? Willst du nicht wenigstens vergraben? Treasure buried. Remind me why this is my job again? You have smaller fingers than me, Monroe. And you can get into smaller spaces. So it's nothing to do with you having the warm, cozy studio, then? Absolutely not. How many capsules to go? Was heißt das hier? Are we getting paid for this? It's marketing, Monroe. Promoting the museum makes us look good. I suppose any publicity is good publicity. I've got one left. Good work, Monroe. Going live in 3, 2, welcome back, listeners. Good news, Monroe only has one more capsule to plant. That's right, Poe. I'm almost done. And then our listeners can start trying to find them. Yes, thanks to the generosity of August Museum, you could find a buried treasure. Tell them what's in the capsules, Monroe. Only the best treasure of all, Poe. Liebe. A free family ticket to August Museum. Auch gut. That's not all. One lucky capsule has a secret treasure in it, hidden by the curator himself. I wonder what that is, Poe. Es ist eine Tasse und ein Sandwich. Perhaps it's edible, like fine caviar. Great. I've been hiding fish eggs. Did one of them feel different to the others, Monroe? No. Not really. Well, handle them carefully in case they open a portal to another world. Could do with one. Okay then, sounds like Monroe is getting a little frosty. Time for these words from our sponsors. Remember, Monroe, if you speak with a smile, people know you're smiling. Ja, das ist ein ganz, ganz alter Trick mit dem Lächeln. Ihr denkt auch, ich bin super glücklich. Does that sound happy? Actually, yes, it does. You can tell what shape your mouth is in. Dehydrated. Trink es. Komm, hau es hier rein, pfeif, pfeffer's dir. But we're supposed to be hiding all 10. I know, but we could give it away live on air. I suppose. Okay, bring it back with you then. On my way. Die hat das Ding halt einfach, das letzte, einfach nur auf den Ast gestellt. Nicht nur, dass sich da irgendein Reh dran verschlucken und jämmerlich krepieren wird. Auch ist es keine Arbeit. Und dann hast du noch gesagt, du hast es vergraben. In the hand. If you see Monroe, tell her dinner's in the dog. Because you cooked it. I'm an exceptional cook. Monroe, on the other hand, burns everything. Like our friendship. Sorry, Monroe. You know I love you, really. Let's have a little break whilst Monroe gets back to the studio. Good luck, August. Yes, good luck. Da ist die Monroe aber ganz schön zickig heute. Im Finale geht's also um ihre Zickigkeit, muss sie exorziert werden. Ein Zickorzismus. Ja, ja, Rose, zu dir kommen wir auch noch. Das magische Bild haben wir natürlich nicht vergessen. Sorry about the mood. It just felt lonely. You're not alone, Alice. You've got me. I don't know, do I? Ah, Beziehungsstress. You know how much I care for you. Ja, aber du hast auch eine Frau und Kinder. It's complicated, you know. Bäh, kannst sie nicht umbringen? The thing is, I'm not sure it is. What are you saying? Nothing. I'm just tired, I guess. Sie wird Schluss machen. What we have is special, the most special thing. And your marriage? It's
Schrödinger's marriage. I'm simultaneously married and not married at the same time. No, Poe, you're married. There's a piece of paper that states exactly where you are at this current point in time. Alice, we're going live. Let me. 3, 2... Welcome back to Radio August's Treasure Hunt, sponsored by August Museum. Earlier today, I placed 9 capsules in and around town for you lovely listeners to find, and one of them was sealed by the curator himself. Find that capsule and you'll win. A hot dinner date with me, Alice Monroe. Monroe, that's... What if it's a girl? Oh. I hadn't thought about that. I would love that, actually. Did you mean hot dinner as in the food is hot? Or a hot date? Well, I suppose that depends on who wins, doesn't it, Poe? Astounding. Monroe is offering a dinner date with the first person who finds the curator's capsule. Good luck, I suppose. Oh, and spoiler alert, I wasn't that great at hiding them. Finding them should be easy. Much like getting a date with you, then. You could always try and find it yourself, Poe. Guter Burn, Alter. But mein guter Burn. So much of you already, Monroe. Er will nicht. We have our first caller. Nee, ich mach schön den Caller an. Hello, it's Eric. Eric Planner. Hello, Eric. What's happening? Oh my god. Hi, Monroe. Hi, Eric. Hi, I am such a big fan. Oh, I'm doing a heart shape with my fingers, but you can't see it. I found a capsule. Which one? Outside the doctor's surgery, underneath the bench. That's one of ours. Crack it open, Eric, and let us know what's inside. Okay. Well, while Eric's trying to work out what he's won, tell us more about the doctor's surgery, Monroe. Okay. It's a general practice. I don't actually go there, but I'm sure it's very nice. Where do you go? I haven't needed to see a doctor since I got to August. I'm more of a holistic girl anyway. Okay, let's put a pin in that then. I wonder how Eric's doing. Eric? Eric, what did you find? Eric? I can't hear anything, Poe. Mein Gott, Giftgas! Maybe his phone ran out of battery. Oder? Da war vielleicht ein Geist drin. Jetzt mach doch mal irgendwas Übernatürliches Spannendes, der nächste Anrufer. You're live on Radio August. I love you, Monroe. Oh, that's so sweet. Do I win a date? Sure, if you find the curator's prize. I'm at the railway crossing. I'm opening the capsule now. Ob er das direkt auf den Schienen machen sollte? What was that? Sounds like he dropped the phone. Ich sag's dir, irgendjemand killt alle Leute, die das gefunden haben, weil er gerne mit ihr ausgehen würde. Tell us about the railway station while we wait. Of course. August Railway Station was built in 1936 by the Thomas More Clay and Brick Company. The very first train route was between Birmingham and August and all the villages in between. It closed down about 5 years ago because, quite frankly, not many people wanted to come to August. Did I ever say that you're a know-it-all? Not live on air, but I'll take a compliment anywhere it's served. Poe, I don't think Caller 2 is coming back. Hmm. 2 in a row. If we lose 3 callers, that's a record. Well, there is one on the line. Okay. Third time lucky? Caller, you're live on Radio August. Hi. Ich wusste es, eine Frau. Ich wusste es. Hey, Jazz, great to meet you. Have you found a capsule? Yep, it was by the postbox. That's one of ours. Now, remember, once you've opened it, try not to lose battery or get cut off or disappear. Got it.
opening it now. Seriously? This is too strange, Monroe. Life is strange, Poe. No, something's not right. What are you going to do about it? Maybe we should open the capsule we've got. Don't jinx it. We've got a fourth caller. Let's try them. Ja, so machen wir das. Ich werde das Ding doch nicht aufmachen. Fine. Caller 4. You're live on Radio August. Hi, Paul. It's Izzy. Hello, Izzy. What's that short for? Izzy. Yes? It's short for Izzy. That's my name. Silly me. Where are you, Izzy? I'm at the old well in Brierley. Is it in the bucket? It's not in the bucket, Izzy. It is nearby, though. All right, now have a look. Please call in once you've found the capsules, not when you're in the general vicinity. Found it! Excellent. Now take a look inside and tell us what you find. Izzy? Oh, we thought we'd lost you. No, the lid was stuck. I'm opening it now. Und jetzt ist er weg. Izzy? Izzy? Izzy weg? Open our capsule, Monroe. Maybe someone's pranking us. To what end? Ja, aber gerade dann machst du doch die Kapsel auch nicht auf, oder? Also das ist doch wirklich verrückt. Caller number 5. Ich werde sie nicht aufmachen. Radio August. Hi, Monroe. It's Eddie here. Hello, Eddie here. What do you got for me? I've got a capsule. Which one? It's from the telephone box on High Road. That's one of ours, although it's not a telephone box anymore. No, it's a defib thing. Yeah, that's used to resuscitate people who have had heart attacks. Good. I think I'll be having one if we go on a date. Well, no one's found the right one yet, Eddie. That we know of. Okay, wish me luck. Good luck, Eddie. Yes, good luck. Eddie? He sounded sweet. Sounded? Well, they're obviously all part of the same prank. What if something serious is happening to them, Monroe? Maybe you could go and watch the next caller. Or we could just open the capsule that's in front of us. Aber... Don't you want to see where this is all going? To hell in a handbasket, I should imagine. Grumpy guts. This is on you, Monroe. I just can't stop. We've got callers. Ja, klar, noch ein. Ich mach das jetzt den ganzen Tag. 10 von den Dingern, also auch 10, 9 Anrufe. Caller 6, you're live. Not for very long. Hey guys, I'm Queenie. Hi Queenie, where are you at? I'm at the Mary August statue. It's a stunning piece. Oh, I think you're both stunning pieces. Queenie, that's sweet. Have you found a capsule yet? Yes, but I've been listening and I'm getting a bit worried about opening it? Ja, da muss ich aber, ich würde auch nicht mehr aufmachen. Queenie, are you playing with us? I'd like to be. Well then, open it up. Okay. Another one bites the dust. She seemed quite eager to open it. Perhaps it is an elaborate prank after all. Only one way to find out. Open our capsule. Keep taking callers. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, da ist vielleicht irgendwie Sumpfgas drin oder das winzige kleine, so ein bisschen, haben die Russen noch von irgendeinem anderen Typen, so ein bisschen radioaktives Material ist übrig noch von dem letzten. Caller number 7. Monroe 7. Is 0%. Es wird immer schlimmer. Oh, I'm not sure what that means. Of course you don't. What's your name, caller? It's Helena. And have you found a capsule? Yes. Yes, I have. I'm at Orchard Way, the Lover's Walk. The Lover's Walk? Monroe! Hey, Helena. What's the Lover's Walk? Oh, it's not really called that. It's just a nickname. Go on. It's just a lovely place to walk. It's a very discreet woods, Monroe, with lots of conveniently placed benches and tree stumps. Tree stumps? To sit on? Yeah. Poe, that's so rude! What's he doing? He's being an idiot. Yes, I have a first degree in idiocy. Aber er hat doch recht. Not yet. I'm doing it now. Okay, tschüss. War schön, mit dir gelebt zu haben. Helena?
Can you hear me? Das ist halt echt. So also an deren Stelle würde ich mir jetzt langsam echt Gedanken machen. Ne? There's only two capsules left to find. I still think we should open ours. We can do that afterwards. What if there's some big punchline for 9? I don't think so, Monroe. But you have the controls. Na natürlich, Mann. Caller 8. Hello, Monroe. I'm Arvin. Hello, Arvin. How are you today? Better for hearing you. And Poe, of course. Hello, Arvin. Meh. Not so much Poe. Alrighty. I'd literally kill to go on a date with you. How many people? That's... sweet? I think you're gorgeous. Okay, then. Shall I open the capsule now? Yes. Please do. Okay, Monroe. Wish me luck. Good luck, Arvin. Yes, Arvin. Let's hope the same fate that's literally struck 7 people in a row before you somehow skips you this time. There's no need to be like that, Poe. Arvin? Ja, aber halt doch! Arvin? Seid ihr denn alle behämmert? He's opened the capsule, Monroe. Arvin! Vielleicht ist da so ein Ding drin, was den Handyempfang stört. How do you know? We've only got 1 caller left. How did they find them so fast? We didn't even get to find out how Arvin found his. Maybe he just wants to be on the radio. If this turns into a meme, we'll be taking calls like this for the rest of our lives. Shush, Poe. Let's think. Ja, natürlich nochmal. Ich will caller jetzt wissen. Number 9. You're currently live on Radio August. Hey, it's Q. Hi, Q. Congrats, you found the last capsule. Did I? Yes, you did. We've already had 8 callers, so you must be the last. Wow, so is the curator prize still available? Well, actually... We lost a lot of those other callers. Phone line issues. Okay, so it's still all to play for. Absolutely. Although I'd recommend not opening the capsule and bringing it to the station first. I'm actually at the graveyard, so that's quite a ways away. We can wait. Just let Q open the capsule, Poe. Don't you want to see what happens? Just let them do their thing. Fine. Fire away, Q. Break the capsule. And try to avoid death. Death? He's kidding. It's just that whenever someone's opened up a capsule so far, they've stopped talking to us. Why would they do that? We're kind of hoping you could tell us. I can video call if you want. Yes, please. Yeah, yeah. Okay, wait. I'm on 3G. Likely story. Thanks for trying, Q. It's totally up to you whether you open your capsule or not. Q? Q? Also, es ist spannend. Es ist sau dumm. We just lost 9 people in a row mid-conversation. Aber es ist spannend. That's a Radio August record. Congratulations to everyone who found a capsule. We think. Ja, komm, jetzt mach sie auf. And we'll be back on the hour with the next August update. Until then, stay safe, August. And don't do anything I wouldn't do. Oh dear. I don't like the sound of that. I just remembered I made a wish today. Oh! It was trivial. I honestly can't remember. Did it have anything to do with these capsules? The curator did say something about the capsules being payment for the wish. And you're telling me this now? It just seemed like a little bit of fun at the time. The painting was talking. You made a wish with a talking painting. Now you're saying it, that does sound a little suspicious, doesn't it? You think? Maybe I should go and see the curator again. I want to see what's in the capsule. Monroe, it could be dangerous. That's my little name, honey. Ah! Tja! Where are we, Poe? I don't know. But wherever we are, it looks pretty old. I
wonder why we're here. What did you wish for? Ah, yes. Go on. I wished that you'd never stop loving me. Hello, Miss Monroe, Mr. Pope. This is your wish. Are you Rose? Where are we? We're here. That's funny, Rose. Where's here? Im Gemälde. Can you let us out, please? No. You must love him. Forever. Let us out, or you're getting a smack, young lady. Pope? Don't risk it. We need to work out what's going on. Adios, amigos. Was? Stay. How do we get out? I don't think we're meant to, Alice. This is my wish. Well, it's not my wish. How do I get out? Maybe there's something we can use in this room. What are you looking for? I don't know. Aha, hier die Muschel, die Uhr, die Frucht. Woher soll ich denn wissen, was hier von die Muschel ist vielleicht für... Ach, keine Ahnung, Alter, ey, was soll ich denn wissen? Es kann alles für alles sein, verdammte Scheiße hier. Komm, erst mal jetzt eine Banane essen. Okay, Stift. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Das hier ist wichtig. Sind es nicht Tarotkarten, die Liebenden oder so? The furniture and decoration in this place are eclectic. What does eclectic mean again? Diverse. A mix. It's basically an interior designer's nightmare. That's what I studied at college. Interior design? Yeah. I thought I'd decorate the apartments of the rich and famous when I got older. And did you? No. I was usually doing the walk of shame from them. Nice image. Girls gotta make mistakes. Okay, dann vielleicht... Also, doch, der Apfel? If we're spending eternity here, I hope the menu's a la carte. Do we need to eat? I'm not hungry. I'm not hungry either. That's unusual for you. What are you trying to say, Poe? Nothing, just, you, tend to graze a lot. Graze? Like a cow? I love the way you eat. Sorry, I'm getting crabby. Pun intended? No. Also, ich mag die Chemie der beiden einfach. Ich glaube, ich gucke deswegen gerne zu, weil die mir irgendwie finde ich die schon sympathisch und die spielen das jetzt auch nicht schlecht und irgendwie will man ja schon wissen, wie es weitergeht. What are you gonna do with that? Pick the lock? There is no lock. Because there is no door. Ich hätte das dumme Mädel einfach grapschen sollen, als ich noch konnte. Da hatte ich ganz kurz, hatte ich doch Zeit. Ja, dann jetzt halt das schwarze Nichts da unten. Okay. Dann halt die Uhr.
keine Ahnung, Mann. Die Uhr. Probieren wir mal aus. Stell die mal vor, zurück, mach mal einen Alarm. Time passes differently here. I'm assuming we're both asleep, so yeah. Perception is reality, though, Monroe. So you think this is real? Who knows? Sometimes it's better not knowing. That's what my mom used to say. She never told me anything. I've never met your mother. Let's just say she's dead. Is she? Perception is reality, Poe. Yes, I had that coming. What didn't she tell you? Relatives dying. Her and Dad divorcing. Dad dying. Her remarrying. The list goes on, really. That's awful. I never knew about those things. It's okay. Time passes. Do you think you look like your mother when you get older? I hope not. I don't suppose you have a picture of her, do you? Oh, gross. Sorry, got carried away. Aber das sollte man durchaus mal machen, ne? Sich die Mutter mal angucken. Denn sie sind alle wunderhübsch. Und deswegen kann man sich daran erfreuen dann. Okay, die Vase. Die Vase. Es kann doch sonst nichts mehr sein. Antique vases at one point. Did they look like that? No, they were very expensive. One-of-a-kind treasures. Like me? Yes, exactly like you. What made you stop? Geld. Breakage. Okay, der Kerzenleuchter, das muss es sein. Ein derart wichtiges... We need to find a proper sponsor for Radio August. Ja. I'll add it to the list, along with getting out of here. It's not just your responsibility. Money is evil, isn't it? Only if you don't have it. Only if you do have it. Get me out of here and I'll show you a good time without money. Do you think she's watching us, Rose? I don't know. I'm just sitting here looking pretty. You're doing an excellent job. I'm letting the side down, as per usual. Don't be so hard on yourself. Leave that to me. Ach ja, tolle Sache, ne? Was da alles steht. Wow. Da hat sich aber jemand mal richtig ausgetobt auf dem Flohmarkt. Der Becher eines Zimmermanns. Nein, es ist nur eine olle Vase. Nur nicht mal was drin. Okay. Und nun gehen wir wieder in die Mitte und suchen uns ein neues... Da, die Muschel. Die Kuschelmuschel. Komm. Aha, okay, das ist ein Aschenbecher, eine Kerze, eine Muschel. Ich fange mal links an. Ah, es ist eine Klangschale. That sounds lovely. It's supposed to be relaxing, to help you meditate. Can it open a doorway? Only to one's mind. Do you remember hunting? Er weiß nicht, wie man die Muschel benutzt. You refused to go into the sea or take off your shoes. And as a consequence, I got shoes full of sand. You should take my advice more often. Hindsight's 20/20, Monroe. Didn't see this coming. Nee, also um ehrlich zu sein, wirklich nicht. I'm so sorry, so sorry. Warum? What happened? I thought... If I hit you over the head, Rose would see that I didn't love you anymore and it would break the wish. I think I see where you're coming from. But when you crumpled to the floor, I felt so bad. Yes, yeah. Perhaps didn't think that one quite far enough through. I'm so sorry, John. Was für eine dumme Aktion, was für eine assige Scheiße, Alter. Och, ich wollte mal gucken, wenn ich dir vielleicht einen Hirnschaden gebe, ob das nicht mir eventuell hier raushilft. Are you sure? I'm sure. You can stay here.
But I don't want you to fall, Poe. I'll be right behind you. Yes, that's what I'm afraid of. You can stay here, okay? Okay. I think you may actually be onto something there, Munro. I am? The wish. We need to break it. How do we do that? You have got to stop loving me. Who said I loved you anyway? I'm being serious, Alice. If you can fall out of love, we can fall out of here. So, you're just going to hurl insults at me? Not necessarily. I can undermine our relationship pragmatically. It's already working. Hold that thought. Ich finde diese Art einfach geil. Die ist schon gut. Okay, wie kann ich denn jetzt... Die Kerze ist doch alles, was ich noch habe. Ich habe nur noch die Kerze. Love is an ephemeral thing, Munro. Only if you're heartless. I want you to stop loving me. I'm getting there. Now. What are you gonna do? Start hitting me? Naja, ist eine Option. You'll lay a finger on me and you'll be begging to leave this place. That's the idea. I mean it, John. Ja, Alter, ich hab keine Ahnung. Ich geh das jetzt einfach nochmal ab. Gwendolyn and I used to love the beach. You never wanted to go with me. It reminds me of her. Of how happy I was with her. Past tense. How happy I am with her. No, you're not. She told me I could see other women. No, she didn't. She doesn't care about you, Alice. She knows it's her I go home to. Ja, ich finde... Your voice winds me up, Munro. You said it turns you on. Damn it, Munro. You're making this hard for me. Prove my point. I've cheated on my wife before, you know. No, I did not know that. Why don't you enlighten me? I sleep with all my co-stars. Wasn't one of them a guy? I sleep with all my co-stars. Yeah, of course you do. Have I ever told you how stunning you look, Munro? Where are you going with this poem? Just what happens when we get older? Retirement? I'm not sure I can love you as much when your looks go. I know you're being mean deliberately, Poe. Please stop this. No, this is it, Munro. Get angry. Hate me. I do hate you, you bastard! Silent. No more talking till I say. I'll kill both of you. Over and over again. Kleine Bratze. Was will die denn? Der kannst du mal mit dem Stein auf den Kopf hauen. Hier, der Bilderschwester. Was ist denn jetzt los? Klavier? Bier? Um vier? Mit Bier? She didn't say we couldn't sing. This isn't real, it's not a thing. Hold on, I'm practicing. There's something I've been keeping in. I'm not the man you dreamed I am. There's bodies in the bay. Also das, wenn Gregor und ich jemals ein FMV-Spiel machen, muss da ein Musiktrack dabei sein. Habe ich eben beschlossen. Before I leave my
There's no escaping. Spiele mit Bart! Spiele mit Bart! So ungefähr. Ja, und jetzt? Ihr macht mich so fertig. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, okay, ich kann verstehen, dass sie ihn da jetzt... What just happened? Ja, sie hat dich singen gehört. No. Were you... In a painting? Yes, we had the same dream. Maybe there were chemicals in the capsules. Yes, that caused a joint hallucination that lasted much longer than the time we've been away. Do you think all the capsules are the same? Probably. You go and get the remaining capsules. I'll visit the curator. You are so mean to me. Sorry, Monroe. Let's just go quickly, whilst we still can. Ja. Ach, das war jetzt hier. Woher soll ich denn wissen, welche Option hier für was ist, sag mal? I am the curator. Did you steal some tickets yesterday? What? No. The curator, the other curator, he gave them to me. There is no other curator. It's just myself and Vicky, who sometimes helps at the front desk. But then, who was I talking to? Not me. You are crazy. Girl. That's still here, isn't it? Painting of a girl? Let me show you. Painting of a girl? What girl? Natürlich ist da nix. Das ist eine Tür, aber nur eine Tür. It was there. You've taken it down. No. We never hang anything there. There. It's a doorway. It's a doorway. But when I came in, there was anything. Well. Unless someone's been messing around. Sorry, I'm sorry. I'm feeling pretty confused right now. And the tickets? Well. Of course. How much do I owe you? Jetzt hat er wirklich gar nichts, ne? Die Frau verloren, muss die Tickets bezahlen. 9 residents in August. 9 Leute sind tot. And they were all listeners looking for our geocached capsules. Das waren eure ganzen Zuhörer. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein. If you find one, please don't open it and turn it into the police immediately. In related news, a man posing as the curator of August Museum is also wanted for questioning by the police. He's potentially dangerous, so do not approach him. Curator Jones is described as tall, dark, and mysterious. Sounds like you, Poe. Don't give people the idea it was me. Sorry. No. I can vouch for Poe. Groß, dunkel, und mysteriös. Okay, ich weiß genau, welchen Typen ihr meint. Should we tell them what happened, Monroe? I'm not sure they're ready. Ah, yes. Let's take a quick break now then, shall we? Alice, ratings. You can't say things like that on air. Is that all you care about? Ratings? No. I thought that's what you cared about. Being a star, turning Radio August into your platform. That's not me, Poe. I care about you. Whatever you want. You care about me? Care. Ihr habt so viel miteinander durchgemacht. What? If I take it back, if 3 oder 4 von diesen Dingern hier. That's just convenient, isn't it? We should have stayed in that room. Just the two of us. What about the missing people? They're missing. The police will find them. Ja, tauchen schon wieder auf. And I feel responsible. We're both responsible. You don't know what happened. Just some delusion. Well, I'm gonna help look. Are you coming with me? Or do you just care about Radio August? All I care is Radio August. Aber ich weiß natürlich auch, was ich gehört. I always Stimmt choose nicht. You. Ist gelogen.
Ah, oh, jetzt hat sie sich wieder in ihn verliebt. Geil. Da ist er ja bald arbeitslos, dann kann er mich den ganzen Tag lieb haben. Das ergibt alles kaum Sinn. Das ist alles random Shit. Hier rein, da raus. Always adventure. Ja, ja. Adventure always. Das war halt echt. Also das war jetzt aber holla die Waldfee. Also die haben sich viel Mühe gegeben bei den Dingen, bei den einzelnen Folgen. Ich glaube nicht, dass das jetzt Spieleentwickler sind. Insofern weiß ich natürlich, dass man da andere Maßstäbe ansetzen muss. Es war unterhaltend. Wäre es als Film oder Serie oder Kurzfilm oder irgendwas in der Art unterhaltend gewesen? Ah, potenziell vielleicht. Nicht so richtig. Hätte man noch mehr machen müssen. Aber eine grundlegende Chemie und Idee. Hier sieht man nochmal, danke an Shapeshifting Detective, wo die ja aufgetaucht sind zum ersten Mal. Also die grundlegende Idee und die Chemie dieser Figuren gefällt mir schon. Aber es hat weder als Film oder Serie richtig funktioniert, noch als Spiel. Das finde ich halt ein bisschen doof. Macht's gut, Leute. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt nochmal kommen würde, nochmal ein weiterer Teil oder vielleicht was Verbessertes, ne? Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder zugreifen und würde hinhören und würde das Ganze auch mitspielen. Warum, weiß ich nicht, weil ich einfach irgendwie doof bin und solche Sachen feiere, auch wenn ich nicht so genau sagen kann in diesem Moment, warum eigentlich. Ich gucke sie mir einfach gerne an. Macht irgendwie Spaß. Aber ich kann es niemandem empfehlen, aber deswegen haben wir es ja hier auch die vergangenen 3-4 Stunden zusammengeguckt. Wenn euch das jetzt so grob gefallen hat, dann empfehle ich euch wirklich nochmal die anderen Titel, also allen voran, ich glaube Late Shift ist glaube ich meiner Ansicht nach richtig gut, ich glaube das war der erste Teil auch von denen, also der Achtungserfolg, und The Complex ist meiner Ansicht nach vom Aufwand her, den Kulissen, den Klamotten, auch der Inszenierung, meiner Ansicht nach ganz weit vorne. Könnt ihr euch aber auch schon mit mir angucken. Geht auch so 3 Stunden, glaube ich. Gibt's auch schon als Let's Play. Jetzt höre ich auf und wünsche euch einfach noch viel Spaß. Es ist hier ja auch schon die 6. Stunde. Es ist sehr spät, aber das passt ja für After Dark. Mal gucken, vielleicht nehme ich noch weitere Sachen auf. Aber auf jeden Fall ist es hier jetzt für euch am Ende. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und alles andere, was da noch so dazugehört. Ne? Guten Schlaf. Und morgen, guten Morgenschiss wünsche ich euch. Mal so richtig schön, so dass alles flutscht. Bis dann, wir sehen uns bei After Dark.